Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcast. Wie ihr wisst, ist das Erste, was ihr tun solltet, uns zu subskribieren auf allen möglichen Kanälen, die ihr so findet. Das wäre dann so Instagram und Facebook und Strava und Twitter und TikTok und vielleicht findet ihr irgendwann ein Newsletter von uns. Wenn ihr ihn findet, sagt es uns, dann werden wir ihn auch beschicken. Oder vielleicht wollt ihr unbedingt dann haben, dann schickt uns das auch. Ihr könnt uns natürlich auch per Post Dinge schicken. Auch unsere E-Mail-Adressen sind weithin bekannt. Und mit Post Dinge schicken bin ich auch gleich direkt am Punkt. Die liebe Fennin, ich glaube, das ist das korrekte Gegenderte. Ich glaube, wenn es Gästin gibt, gibt es Fanin auch. Also ein Podcast-Fan, ein weiblicher, die Maria, hat das gemacht und wir wollen sie huldigen und Lob preisen, weil sie weiß einfach, wie man Podcaster glücklich macht. Ja, mit Unterstützung, Schokolade und Bier. Also zwei Bier, ja, genauso sein, weil ja, was ist besser als ein Bier? Zwei Bier. Für zwei Leute in vier Bier. Ja, also für jeden zwei Bier. Richtig. Also das ist quasi, so bist du quasi schon ein Unterstützer einer ganzen Folge. Der ersten Hälfte einer Folge, oder? Ja, genau. Also ich muss sagen, diese Frau weiß, wie man in unsere Herzen und Mägen kommt. Das Problem, ganz dabei, nehmt euch ein Beispiel. Das Problem für die anderen Podcast-Fans ist jetzt nur, die haben eine neue Messlatte, die sie zu überschreiten haben. Und die, ja, Maria hat die Messlatte doch sehr hoch gesetzt. Richtig. Und für Triathleten kostet es doppelt. Die wird sich vom Schwimmen freikaufen. Wenn was von einem Triathleten kommt, einfach wegschmeißen, ein Instagram-Video aufnehmen und das veröffentlichen, einfach nur damit die Leute wissen, dass wir Sachen von Triathleten einfach nicht annehmen. Ja, die trinken sowieso nur dieses Erdiger alkoholfrei, weil sie denken, wenn sie das Zeug saufen, sonst so schnell wieder Frodeno. Weil der war gesponsert von denen. Ist es, glaube ich, immer noch. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das finde ich auch nicht so schlecht. Also das Seinen mal verziehen, zumindest aus meiner Sicht. Ja, du hast da einen Schwimmkurs gemacht, jetzt weiß ich ja warum. Aber nicht abgeschlossen, auf das bin ich stolz. Und ich weiß auch bei wem. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt. Der ist nämlich jetzt auch da. Der Trainer ist nämlich wieder da. Grüß dich. Begrüße euch. Grüß euch. Servus. Was machst denn eigentlich du schon wieder da? Ja, ich hab gesagt, wir sollten wieder mal plaudern, oder? Ja, wir haben nämlich noch nicht geplaudert nach dem IRTF. Das ist korrekt. Wir haben mit allen möglichen Menschen schon geplaudert drüber, aber mit dir noch nicht. Das ist ein Skandal. Frevel, ja? Ja. Böse Zungen könnten behaupten, du hast das ein oder andere mitzureden gehabt bei der Vollendung des IRTFs, bei beiden von uns. Deswegen haben wir sich gedacht, deine Sichtweise darzubringen, möge keine schlechte Idee nicht sein. Ja, und bevor uns jetzt irgendwer schimpft mit dem Frodeno, es war der Lange, der für Erdinger Alkohol trägt. Ja, hat er schnell recherchiert, gell? Hat dann auch recherchiert. Ja, vielleicht gleich aus. Ist das nicht alles dasselbe? Frodeno, Lange? Ich glaube, die haben einfach noch das Kappel auf und dann stand er beim nächsten. Ach Gott, na. Das ist hoffnungslos. Ja. Ja. Was sollen wir dazu sagen? Und du trainierst nachher beide auch noch, obwohl wir hoffnungslos sind. Was sagt das über dich aus? Ja, nichts Gutes offenbar. Ja, gut, das haben wir von vornherein schon gewusst. Ja, ja gut, zurück zum IRTF. Da sind wir ja beide gestartet. Ja. Tell us. Mit wem wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir haben es uns vorher nicht ausgemacht, deswegen machen wir einfach das live on air. Ich würde einfach sagen, weil im Peter jetzt per se die spannende Geschichte ist, weil er Größeres erreicht hat, handeln wir mich schnell irgendwie ab und dann kommen wir irgendwie zum wichtigen Part, den wahrscheinlich jetzt mehr Leute interessiert, als wie ich mich da bei 32 Kilometer getan habe. Was man, ja, ist eine gute Idee. Okay, danke Flo. Peter, nun zu deiner Geschichte. Du bist schon ein bisschen rätseln. Und deswegen sollst du den Trainer nehmen, der kommt immer sofort am Punkt. Da wird kein Wort zu viel verwendet. Richtig. Na, du hast sicher Flo seine Daten auch analysiert. Natürlich. Moment.
Und er wird nicht einmal rot, wenn er lügt. Ich schaue schnell nach. Ja. Ich meine, bei uns war ja die Ausgangslage jetzt nicht so spannend jetzt wie beim Peter, in dem Sinne davon, dass wir jetzt, jetzt nicht sonderlich ambitioniert gestartet sind. Es ging irgendwie nur darum zu schauen, ob wir jetzt mit dem wenigen Training, das wir irgendwie im Verhältnis zu den letzten Jahren gemacht haben, doch auch irgendwie halbwegs brauchbar da. Ja, und vor allem, wie es dabei geht, das ist also eher, oder? Also wie dein Körper anspricht drauf, weil dass du 35 Kilometer irgendwie hinbügelst, das war wahrscheinlich relativ klar, weil du warst ja nicht verletzt, sondern einfach nur, hast nur weniger gemacht. Ja, sehe ich auch so, insofern war es jetzt nicht so spannend, wie du das ja gesagt hast, aber ja, trotzdem eine Erfahrung wieder und auch, dass du gesehen hast, wo du stehst. Ne? Und er hat das Ziel gesehen, also das ist jetzt da, also nicht nur bei der Expo. Ei, da müssen wir wieder viel rausschneiden heute. Was ist, du weißt ja gar nicht, was für Aussagen von Peter die ganze Zeit rausschneiden muss, weil er nur so ein Plätzchen daher redet. Sonst würde er ja nie so sympathisch rüberkommen. Ach so. Nein, aber ich finde, wir haben im Training halt wieder eigentlich auf dasselbe UTMB-sche Rezept gesetzt und halt Dienstag, Mittwoch die langen Läufe in der Früh gemacht. Das war schon auch irgendwie neu für mich. Und hat aber, summa summarum, würde ich schon sagen, hat es jetzt ganz gut geklappt. Ja, und das haben wir im Endeffekt auch nach dem IRTF dann für den Mozart weitergezogen. Genau, es war halt ein Umstieg wieder von deinem vorherigen Projekt, das schnellere Laufen auf kürzeren Distanzen wieder halt zurück auf das Drillige und von daher wie ist das eigentlich ausgegangen? Sind wir da ganz gut eingestiegen in das Thema wieder. Wie meinst du, wie ist das ausgegangen? Ja, das schnellere Laufen auf kürzeren Distanzen. Gut. Das haben wir auslaufen lassen quasi. Wir haben das so, wie das der Ausdauercoach gesagt hat. Wir haben im Winter relativ quasi unspezifisch und schnell und hart trainiert und sind dann im Frühjahr übergegangen, wieder für die Trail-Wettkämpfe etwas mehr Umfang reinzubringen. Hat es da irgendein Zwischenziel zu erreichen gegeben? Nein. Na dann. Alles richtig gemacht. Ja. Nein, aber ich muss mal warum finde ich, hat er schon naja, noch alles also, was Zwecksplanen muss man da schon verteidigen. Jetzt, da gab es sehr wohl ein kleines Ziel, Herr Flo. Ne? Das haben wir dann nur so kurz vorher dann halt gecancelt. Ne? Ja, wir waren einfach situationselastisch und haben uns den Gegebenheiten angepasst. Genau, nicht mehr erinnerlich. Was wollt ihr von mir? Wir wollen nur dein Bestes. Nein. Oh ja. In dem Fall jetzt gerade dein Bier. Ja, wahrscheinlich. Dein Bestes. Du das Bier weg. Ja, bei der Flo, das hat der Christoph vorher schon festgestellt, trinkt jetzt hier Bier. Ich habe auch also, die letzten Mal schon Bier getrunken. Also nicht so, als würde ich... Ich meine, du warst dabei, Peter. Ein Skandal. Und ja, aber, hier hört er ihn zum ersten Mal. Ja. Aber du, gegenüber dem Trainer hast du das, glaube ich, nie offen zugegeben, dass du so viel trinkst. So, ein Bier ist so viel. Ein Bier ist was für ich, dich. Was ich analysiert habe, stundenlang. Scheiß hast du gemacht. Und jetzt du hast so hier, erfahren. Fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ah, es ist das Wahnsinn. Bier. Es ist das Bier. Richtig. Ja? Dann lassen wir mich. Wie gesagt, ich glaube, es war wirklich semi-spannend. Ich war trotzdem, ich war trotzdem immer zufrieden, es war trotzdem wahnsinnig geil. Du hast das ja ganz cool und quasi am linken Hoden runtergehoppelt, weil es ist ja, glaube ich, von Anfang bis Ende gut gegangen. Ja. Und ich glaube, wir haben es aber dann im Trainergespräch nachher gesagt, dass es dann schon auch mental wichtig war, wieder was so fertig zu bringen, dass man auch hinten raus nochmal einen Gas gegeben hat und der Blut geleckt hat. Für das, genau. Das ist klassische Finish Strong. Quasi, ja. Genau. Und schauen wir mal, wie wir das dann beim Mozart hinbiegen. Ganz genau, ja. Und darum geht es ja jetzt eigentlich auch in deiner Phase, dass man eben wieder ja, Selbstvertrauen dankt, chillige, gute Rennen hat, ohne Druck, ohne Stress und auch
das mitnimmt, was im Rahmen des Möglichen ist, ja, und nicht eben ja, dreistellige Kilometeranzahl im Moment. Im Rahmen des Möglichen ist, das klingt jetzt ein bisschen... Ja. Des zeitlich Möglichen. Okay, ja, eben, weil dass der Flo dreistellig laufen kann, das haben wir ja schon mitgekriegt. Ja, also, das wissen wir ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber im Moment ist es halt, wenn man es ordentlich angeht, nicht drinnen, ne, zeitlich. Ja. Würde man sagen. Außerdem, man, mit diesem Mentalcoach, also Hashtag, das bin dann ich, kann bei einem ja nichts mehr schiefgehen. Also, wenn er jemand aufbauen kann, ja. Wer sonst? Das ist kein Problem, beim nächsten Rennen bin ich dabei. Richtig, also. Da wirst mich vierer peitschen. Ihr zwei im Duett, was kann da schon schiefgehen? Naja, für uns wird das, wir werden in Erinnerung schwelgen, wenn wir quasi die ersten 50 Kilometer laufen, weil die wir ja letztes Jahr auch schon gelaufen sind. Für uns, das wird ja quasi wie nach Hause Home kommen. Run. Ein Homerun wird das, ja. Nach Hause kommen. Einer links, einer rechts. Da werden wir Hand in Hand das Zwölferhorn runterjodeln und dann über den Schafberg wieder rauf. Das wird so schön. Flo und Cut-Off-Quadl im Duo. Großartig. Es kann nur gut werden. Das wird ein voller Erfolg. Es gibt wahrscheinlich ein lebenslanges Startverbot dann beim Mozart. Wenn wir dann beruflich ein Startverbot haben, haben wir dadurch dann indirekt beim UTMB auch ein Startverbot? Schwierig. Weiß ich nicht. Ich meine, die glauben vielleicht, dass das Jodeln ein Notruf ist. Wir verstehen uns ja nicht, Franzosen. Ja, ja gut. Lassen wir das. Aber das wird auch euer nächstes Projekt. Sehr schön, sehr schön. Aber da kommen wir ja noch dazu, zum Mozart. Ja. Das steht ja bald an. Nämlich, wenn, um genau zu sein, wenn ihr das hört, wenn es rauskommt, dann steht es in ein paar Stunden an, nämlich Samstag. Oder je nachdem, wenn ihr es am Samstag erst hört, dann sind wir gerade dabei und am Sonntag, dann war es gestern und so weiter und so fort. Also das ist wieder ein sehr zeitlich flexibler Podcast. Je nachdem, wann ihr es hört. Gut, back to your Dave. Was ist mit Peter? Das hast ja, was war da los, Peter? Was war da los? Das hast du sicher genauer analysiert. Ich hab, nur eine Sache habe ich dir danach gesagt. Das war das, was davor passiert ist. Ja. Du hast mich danach ein bisschen geschimpft, glaube ich. Das war etwas suboptimal, das habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Aber gut, dass du es ansprichst. Ja, er hat es angesprochen, trinkt dabei ein Bier. Ja. Für alle, die Folge nicht gehört haben oder nicht wissen, um was geht, der Peter hat, am Freitag war der IATF, um Mitternacht ist er gestartet und von Donnerstag auf Freitag hat er vielleicht 4 Bier getrunken, ist um 3 in der Früh schlafen gegangen. Böse Zungen möchten behaupten, dass das nicht die optimale Vorbereitung ist. Das sind allerdings diese Zungen, die sie nicht auskennen und nicht wissen, was die Superkompensation ist. Denn die Superkompensation besagt, sauf dich an 2 Tage vor an, am Tag restfit sein und am nächsten Tag hast du eine Garantie für eine Bestzeit. Und, hat es gestimmt, Peter? Richtig, natürlich hat es gestimmt. 2019, keine 4 Bier vorher, sondern nur ein Bier vorher, 19 Stunden. 2021, 4 Bier vorher, 13,06. Ich meine, was ist das? Ich möchte mehr Schmerzensgeld. Ich will 6er tragen nächstes Mal, dann bin ich beim Grasl. Um den Podcast wieder in etwas ernsthaftere Bahnen zu lenken. Was nimmst du dir von Peter seinen Lauf mit? Hat dich irgendwas besonders überrascht oder verwundert oder ist irgendwas besonders ins Auge gestochen bei seinem Rennen? Ja, mir ist es natürlich genauso wie allen anderen ergangen. Ich war positiv entsetzt, überrascht und überhaupt von den Socken, ja, ob der Zeit. Das ist ja ganz klar. Und ansonsten habe ich so wie viele andere mitgefiebert während dem Rennen und wir haben ja die Durchgangszeiten vorher besprochen gehabt. Und das war dann natürlich noch spannender, weil du eigentlich immer mehr oder weniger am Punkt warst. Da war ich auch schwer verwirrt. Und
Und das eigentlich bis zum letzten kalkulierten Punkt, das war der Herd C, glaube ich, oder so. Und dann war es mehr oder weniger so von der Kalkulation her so eine kleine unbekannte Größe. Und da habe ich mir eigentlich dann ausgerechnet, habe ich mir gedacht, das wird eine Wahnsinnszeit werden, das wird unpackbar. Und ja, genau so war es dann. Ja. Ja, extrem geil durchzogen. Ja. Also super genial. Und in der Nachanalyse, vielleicht nur kurz, war es von den Pulswerten her extrem, extrem cool getroffen. Und ja, irgendwie alles richtig gemacht. Ob das mit der Ernährung, das ist jetzt gut ausgegangen zum Glück, aber das sollten wir uns auf alle Fälle nochmal anschauen. Na, ich meine, die 24 Gels, oder? Ob das Weisheitsletzter Schluss ist, ja. Das testen wir ja jetzt direkt beim Motor. Werden wir uns mal genau anschauen. Ja, können wir machen, genau. Und ja, sollten wir auf alle Fälle nochmal durchrechnen und nachanalysieren im Detail. Ja. Ein Punkt, den ich aus der Vor-IRTF-Folge ja mitgenommen habe, war, dass du gemeint hast, dass der Peter fit ist und alles. Das haben wir jetzt, ist keine große Überraschung. Aber die große Unbekannte war quasi, ob er das jetzt, und er hat ja auch beim Lindkogel gut performt, der befragt war, quasi, ob er das jetzt über die 100 Kilometer ausdehnen kann. Die Frage ist ja doch recht eindrucksvoll beantwortet worden, oder? Ja, auf alle Fälle. Wobei natürlich da schon ein Potenzial drinnen ist. Also soweit sind wir uns eh alle bewusst und das ist ja super. Die einfachste Übung ist einmal die direkte Vorbereitung, ne? Die kann man sehr einfach verbessern und den Rest werden wir halt mit Training machen. Ne? Was der Trainer meint ist, Peter, du musst vorher noch mehr Bier trinken. Nein. Ich würde sagen, auf Spritzer reagiere ich nicht so gut. Ach, oh Mann. Ja. Naja, ich habe ja selber auch schon eine Viertelstunde hätte ich schon noch gefunden jetzt, da, ohne das Läuferische zu verändern. Aber eine Viertelstunde habe ich so im Lauf auch gefunden schon mal. Ja. Und dann halt bergauf. Genau, halt kann langsam. Passieren, ja. Kann passieren, genau. Bergauf ist Potenzial da. Genau. Und ja. Bergab eher umgekehrt, hätte ich gesagt. Aber dazu später. Mhm. Aber wenn du sagst, jetzt Training, würdest du im Training jetzt anders machen wollen oder geht es einfach nur darum, quasi den angefangenen Weg fortzusetzen? Weil, dass er jetzt nach 6 Monaten natürlich nicht die Bäume ausreißen kann und das nur bis zu einem gewissen Grad geht, ist ja irgendwie eh auch klar, oder? Ja. Schnelle Wunder gibt es keine. Die Arbeit wird genauso fortgesetzt. Vielleicht werden wir versuchen, ein bisschen weniger im VO2-Max-Bereich zu arbeiten, weil man denkt, es ist jetzt in der nächsten Vorbereitung aufs nächste Ziel nicht so wirklich ausschlaggebend. Ich würde da eher eben mehr auf die Schwellenleistung setzen und die versuchen da auszubauen, dass wir eben da in dem Bereich dann bergauf noch mehr performen können und das länger durchziehen können. Ja, wenn du eben 1000 Höhenmeter am Stück hast, dass du das im Optimalfall durchlaufst. Ja. Okay, dass du 1000 Höhenmeter im 160er Puls laufen kannst. Genau. Oder mit dem Puls halt gehen kannst, je nachdem wie steil das ist. Ja, natürlich, ja, bei einem gewissen Steilheitsgrad ist halt Laufen nicht mehr ökonomischer. 60er Puls, beim Gehen schon da. Ja. Genau, also viel anders wird es nicht werden, aber ich möchte schon mehr dann den Fokus noch spezifischer halt legen. Ja, je nach Anforderungsprofil dann eben auch vom nächsten A-Ziel. Ja, weil das haben wir uns ja schon ausgemacht. Weil du hast ja die Bombe jetzt schon platzen lassen, dass wir jetzt da mal gemeinsam den Sommer verbringen werden.
das war eine Bombe. Ich habe den Peter seitdem ja schon ein paar Mal gefragt, ob er sich jetzt fix dazu entschlossen hat, dass er weitermacht. Er hat immer gesagt, warte am Podcast. Ich meine, ich wusste ja auch schon, dass er weiter mit dir Rennen besprochen hat und ich weiß ja auch schon, was er jetzt plant. Also war es jetzt für mich, glaube ich, keine große Überraschung, aber hiermit ist es nun offiziell, oder? Damit ist es offiziell, ja. Wir werden das nächste Stückchen da jetzt da gemeinsam in Angriff nehmen. Das nächste Stückchen ist es, da, außer Mozart, weil der ist jetzt halt einfach Geschichte in Kainach. Da ist, was sind das, 44, 48 Kilometer, sagen wir es, Ende Juli als Vorbereitungswettkampf. Mehr oder weniger, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Mhm. Das ist ein Wettkampf. Ja. Dann Bürnbril im August, was ebenfalls ein B-Wettkampf ist, vorausgesetzt ich finde hin, weil sonst muss ich was anderes machen, weil das ist halt wirklich mitten im Gebüsch. Du schaffst es schon. Ja, ich tue mein Bestes. Und dann Mitte September, 16. September, den Julian Alps Ultra Trail, aber nicht den langen, sondern den zweitlängeren, also die 100 Kilometer, nicht die 100 Meilen. Und der ist bei Kranjska Gora. Quasi in deiner Hut. Ja, und in meiner Ausweichhut. Ausweichhut. Und der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe ihn total gut schon analysiert, also ich habe diesen 3D-Flug mitgemacht von denen auf einer Landkarte und der schaut gleich aus wie der Innsbruck. Das Höhenprofil auch. Also das muss reichen. Einmal mit Google Maps drüber geschaut, passt. Der schaut wirklich von den Anstiegen ähnlich aus wie Innsbruck, nur dass der Patschakofl in Kranjska Gora halt einfach 20 Kilometer vorher ist. Okay. Der ist so bei Kilometer 70 glaube ich, da so irgendwas. Ja, das sind 30 Kilometer vorher. Und dann, in Innsbruck hast du 90 oder so. Dann hast du relativ lang oben am Kamm entlang, also ich glaube, das kann wirklich schön sein, und ein langgezogener Downhill, also was das wahrscheinlich, je nachdem, ich weiß nicht, wie technisch das ist, dass du es richtig krochen lassen kannst, wie dieser Schluss, das sind so 10 Kilometer im Tal unten mit einem Schnapperl noch, also ob das ein Trail ist oder ob das irgendwie nur brutal Radlwege ist, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Von wie viel Höhenmeter sprechen wir dann da bei den 100 Kilometern? Ich glaube same, oder? 4267. Ja, okay. Also tendenziell sind es 10 Kilometer mehr wie jetzt Innsbruck, aber dafür ein paar Höhenmeter weniger. Okay. Und das ist okay. Ja. Was mich vorhin noch interessieren wird, wir haben ja auch schon mal kurz davor gesprochen, dass machst du weiter oder machst nicht weiter. Was hat dich denn im Endeffekt dann doch dazu bewogen, dass du sagst, ich mache weiter? Naja, mit dem Trainer jetzt. Ich habe tatsächlich in der Nachanalyse, die ich bei dem Rennen so genau gemacht habe wie noch nie, so geschaut habe, wie schaut es aus im Vergleich zu Platz 10, wo habe ich Zeit verloren, wo habe ich Zeit gewonnen und gesehen, okay, da geht noch was. Also ich habe einfach selber gemerkt, da ist noch irgendwas drinnen. Haben wir gedacht, ja, so ein ganzer Unguter ist er auch nicht. Das kann man ausprobieren. Jetzt lügt er, ohne rot zu werden. Gell, ja, das natürlich. Sagt er nur bei der Podcast. Ja, ja, natürlich. Okay. Und ich freue mich auch sehr, dass du verlängert hast. Ebenfalls ohne rot zu werden. Großartig. Das funktioniert. Ihr seid quasi echt wie ein altes Ehepaar. Ihr mögt euch eigentlich nicht, aber irgendwie seid ihr trotzdem zusammen, weil alles andere wäre auch irgendwie Arsch. Der hat uns gerade alt genannt. Unfassbar. Ja, das gut, ihr seid beide schon bei 40, das ist kommt ja schon. Nur mal in die Age Group bei uns, dann rennen wir weiter. Das gibt noch einen Jahre. Triathlon als Strafe. Ich glaube, wir haben auf der Liste der Dinge, die wir heute besprechen wollten, glaube ich, noch was vergessen. Da ja, ich habe es gerade draufgeschrieben. Auf alle Fälle
Ja, also ich weiß ja nicht, ob bei irgendjemand anderem noch die Julian Alps Geschichte am Plan steht. Aber ich glaub, wenn nicht, dann werde ich dann ausführlich davon berichten, wie es dort halt so war. Und wenn schon, dann möge mich die Person von unseren Hörerinnen oder ihr mal Bescheid geben, wird sicher Spaß. Ja, und wir werden es dann sicher wieder mit dem Trainer besprechen. Aber ganz bestimmt. Jetzt ist er schon, war er schon so oft im Podcast, jetzt. Ja, jetzt geht er schon fast dazu. Ja. Naja, und vor allem, vielleicht, wer weiß, ich hätte ja auch ein Ziel für einen Julian Alps mal schon auserkoren. Ich wollte gerade sagen, ob du sagen willst, was du, ob du dir Ziele gesetzt hast und die irgendwie öffentlich machst, damit du so ein bisschen natürlich ist, man braucht immer was, wo man gut scheitern kann dran. Richtig. Das Problem ist nämlich an dem, also an den Julian Alps Geschichte ist das Problem, dass es noch keine validen Ergebnislisten gibt. So richtig. Weil er ist jetzt erst, glaube ich, 3 Jahre auf der Länge unterwegs. Es sind am Anfang fast nur Slowenen gestartet. Dann war 2 Jahre, ein Jahr war ganz abgesagt. Letztes Jahr war es zwar irgendwie möglich, aber auch nicht für jeden. Und mit der Zielzeit, die ich so ein bisschen im Kopf gehabt habe, wäre ich, glaube ich, Dritter oder so. Ich glaube einfach nicht, wenn das Ding jetzt quasi, wenn da mehr Menschen mitlaufen, dass das irgendwie, dass eine Platzierung als Platzierungstipp irgendwie ein sinnvoller Maßstab wäre, weil weißt einfach echt nicht weißt, wer. Also das würde ich überhaupt nicht machen. Genau. Auf Platzierung zu laufen ist in dem Fall noch etwas vermessen, würde ich mal sagen. Also kein Abstieg. Genau. Also, gut, okay, wenn du das sagst, dann halt so. Nein, auf alle Fälle ein Zeitziel suchen. Also das wäre wesentlich ratsamer, meiner Meinung nach. Ja, das Zeitziel wäre da auch 15 Stunden einfach. Punkt. Jetzt Sorgenfalten vom Trainer. Nein. Da war es von nichts. Naja, ich habe jetzt einfach Innsbruck hergenommen und habe mir gedacht, naja gut, da waren da die 103 Kilometer mit ähnlichen Elevation, wären auch so 15 Stunden ungefähr gewesen. Gut, bis dahin ist eh noch ein bisschen Zeit, also ich würde mir das schon mal noch genauer anschauen. Ja, aber ich hätte gesagt 15 Stunden, aber eigentlich das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist ein ganz anderes, das nämlich viel lustiger ist, weil man es nämlich nicht weiß, wenn man im Ziel ist. Interessant wäre eine 700er Wertung. Ja. Und kennst du den Algorithmus dazu? Du musst zuerst erklären, was eine 700er Wertung ist. Die meisten Ultraläufe werden nach einem nicht näher bekannten Algorithmus der ITRA, der International Trail Running Association, der bewertet. Ist ja wohl bekannt, der Algorithmus. Tatsächlich? Tatsächlich. Oh. Der ist offen, ja. Oh, okay. Gut, dann muss ich mal anschauen. Auf alle Fälle werden da sehr, sehr viele Läufe, die sich halt dort melden, die Veranstalter, bewertet. Also erstens, sie tauchen in deinem Result-Set auf und du findest quasi fast jeden Läufer, der Ultraläufe macht. Und das Maximum an Punkten ist 1000. Also der perfekte Läufer, die perfekte Läuferin würde 1000 Punkte kriegen. Und die besten Läufer haben eine Wertung von 992 oder so irgendwas in die Richtung. Einfach weil sie immer top performen im Endeffekt. Oder DNFen. Weil DNF fällt einfach raus. Und wenn du an 100 Kilometer Lauf zum Beispiel finisht, ist also mit ein paar Berg drinnen, ist das zum Beispiel in Innsbruck war, glaube ich, du kommst innerhalb der Cut-Off durch, hast du mindestens eine Wertung von 480 oder so. Also du kannst gar nicht niedriger sein. Also quasi, wenn du kurz vom Cut-Off ins Ziel kommst, aber du kommst ins Ziel, hast du 480 Punkte. Dort haben wir mal geschaut und der Erste in Innsbruck hat gekriegt einen Wert von, glaube ich, 800 oder irgendwas in die Richtung. Der hat braucht 10 Stunden, keine Ahnung, der Stern war das, glaube ich, 10 Stunden nieder. Und ich habe gehabt mit 13 Stunden 06, habe ich gehabt 677 in der Wertung und für eine 700er Wertung
hätte ich braucht, ich glaube, 12 Stunden 30, also eine halbe Stunde schneller ungefähr oder 40 Minuten. Und das wäre jetzt in Innsbruck theoretisch drinnen gewesen. Für mich zu dem Zeitpunkt weiß ich es nicht, aber es ist was, wo ich sage, möglich, an einem perfekten Tag möglich. Aber meinst du nicht, also irgendwann einmal, meinst du nicht, dass es an dem Tag mit der Vorbereitenden noch 40 Minuten draufsetzen, dann nicht noch ein, weil du sagst, eine Viertelstunde hast gefunden, aber dann darauf nochmal 25 Minuten finden? Also jetzt schneller laufen. Frage ist, kannst du das? Pff, weiß ich nicht. Probieren wir es halt. Nein, ich sage mal, im September ist vielleicht was anderes da, dann noch mehr Training intus, noch mehr Erfahrung intus, das mit Essen vielleicht noch ein bisschen besser feingetuned. Ja, aber ich denke mir immer, man muss sich halt irgendwie, wenn es da kein brutales Tisch setzt, dann hast du auch keine Motivation, besser zu werden, weil wenn ich jetzt das sage, naja, ja, 6,50er Wertung würde ich gerne laufen, dann denke ich mir, ja gut, das hast du in Innsbruck eh auch schon gemacht, also pff. Nein, ich sage nicht, dass es falsch ist, das Ziel. Ich frage nur, weil du gesagt hast, das war in Innsbruck drinnen gewesen. Und da frage ich, ob das realistisch ist, dass du nochmal 40 Minuten draufsetzt bei deinem ersten Ultra. Weil die 25. Frage, 25. Was? 25? 25 Minuten. Wieso? Wenn er 12:30 laufen hätte müssen und 13:06. Ne, die 15 hat, die er verlaufen ist, kannst du ja streichen, ne? Ja, aber gut, das ist halt auch nur Hätti-Ware, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber das optimale Rennen, 25 Minuten rausholen und alles perfekt treffen. Also wenn die Labestationen zum Beispiel so auch laufen nicht wie jetzt da, dort zum Beispiel, also Dropback hast du Zeit verloren. Und Dropback habe ich ein bisschen Zeit verloren, aber gar nicht so viel. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, die restlichen Laben haben eigentlich optimal funktioniert, also die waren wirklich durchlaufen im Endeffekt. Ja, und hinten aussieht, das Bergauf-Performance ist es. Aber das wäre so die Idee dahinter. Naja. Ob das klappt, puh, weiß ich nicht. Ich finde es nicht schlecht, wenn man ambitioniert ist. Naja, das habe ich auch, also das wollte ich auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich habe nur gemeint, weil. Ob es realistisch ist. Ja. So mal sagen, dass ich hätte noch 40 Minuten schnell laufen können, ist halt im Nachhinein kannst du sowas immer leicht sagen. Da tue ich mir immer ein bisschen. Na, ich glaube nicht, dass ich jetzt nur gar 40 Minuten schneller laufen hätte können. Wann? Weiß ich nicht. Es hat einfach Teile gegeben, wo ich mich zum Beispiel bis heute frage, warum ich da so langsam war. Also zwischen Mutterer Alm und Kranebitten bin ich leicht bergab auf einer Forststraße und auf Asphalt an 6-10er Schnitt gelaufen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Was ich mich halt immer frage, ohne es wirklich zu wissen, aber das, sowas hört man ja oft, da bin ich langsam gelaufen, wäre ich da noch schneller gelaufen. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, du bist da hinten raus, relativ schnell gelaufen, sub 4 in einem Dreierschnitt irgendwie den Berg da hinunter gebügelt. Und dann frage ich mich, hättest du das noch können, hättest du dort jetzt an niedrigen Fünferschnitt angelegt, weil du dich vielleicht dort verbrannt hast? Das ist immer die Frage, weil ich glaube, du wirst kein Rennen haben, wo es jedes Abschnitt am Maximum läuft, weil sonst ich glaube nicht, dass es so viele können. Oder vielleicht ist meine Denke da falsch, aber ich glaube, dass jeder. Ja, aber du musst ja nicht am Maximum laufen. Aber das vielleicht, du Maximum laufen. Vielleicht hast du das Zwischenstück gebraucht, um dich ein bisschen zu erholen, damit du hinten heraus wieder die Energie hast. Vielleicht warst du in dem Abschnitt einfach schlecht drauf, weil du die Vorbereitung rausgehabt hast, hast deswegen die Regeneration gebracht und dadurch hast du am Ende wieder Gas geben können. Das ist immer schwer, im Nachhinein ist immer schwer zu sagen, hätte ich nur da schneller und alles andere wäre gleich. Kann auch sein, dass du ein bisschen eingelaufen bist. Genau. Ja. Ich glaube, dass du den Fokus verloren hast. Und also ich glaube, beim CCC wäre mir das nicht passiert. Beim CCC habe ich genau gewusst, wo ich die Zeit liegen habe lassen, nämlich in dieser Labestation, und da habe ich auch gewusst, warum, weil ich vorher, eineinhalb Berg vorher, einfach zu wenig gegessen habe, weil ich es vergessen habe. Weil ich mich nicht strikt an alle halben Stunden brutal agil eindrucken gehalten habe. Und da habe ich nachher gewusst, warum ich dort niedergegangen bin. Und dieses Mal war ja der Unterschied zum CCC. Im CCC waren, weiß ich nicht, wie viele Leute am Start. 1700 auf der Distanz gleichzeitig. Das heißt, du warst nie großartig allein. Und in dem Bereich,
da waren, weiß ich nicht, vor mir war auf 10 Minuten einer und hinter mir auf 5 Minuten vielleicht einer oder zwei. Also du hast müssen, also du hast auf die Uhr schauen müssen, damit du weißt, ob du jetzt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer bist. Und das ist halt um, weiß ich nicht, 4:30 in der Früh auch nicht das Erste, was du machst. Wurscht, ob das früh oder spät im Rennen ist. Sondern ja. Es war ja nicht einmal noch spät im Rennen, weil zwischen Richtung Birgitz bist noch 30 Kilometer bist du gerade im Rennen. Hm. Und es geht eben, wie gesagt, es geht leicht bergab. Ich glaube nicht, dass ich mich da verbrennt hätte, wenn ich eine halbe Minute schneller Ich glaube auch nicht, dass es eine Müdigkeitserscheinung ist in dem Fall, sondern eher ein bisschen so ein Fokusverlust. Ja. Aber es ist ja auch eine Art von wenn du nicht konzentriert da bist, dann bist du halt oben müde. Ob du jetzt von den Beinen müde bist oder vom Kopf müde bist, weil es spät ist, ist in dem Fall wurscht. Aber du kannst auch nicht 12 Stunden wahrscheinlich im Kopf vollends da sein. Jeder wird, auch der Kilian wird irgendwann Phasen haben, wo er im Kopf abdriftet. Sein Abdrifter sind vielleicht nicht ganz so signifikant wie im Peter sein. Ist schon klar, aber nicht nach der Zeit. Auch nicht beim, aber wenn es halb 5 in der Früh war, zwischen 3 und 5 in der Früh, ist das okay, ja, Tageszeit ist natürlich ein Faktor, das stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen, ja. Seit um und Mitternacht viel gestartet. Schlafen hat er jetzt, hat er jetzt den Abend davor auch. Ja, stimmt, genau. Die Frage ist, hat er das nicht trotzdem braucht? Ja. Also, ich will jetzt den Zeitdings nicht schlecht reden, aber ich glaube, man muss auch manchmal das Ding im Kontext sehen, dass es nur weil du da schneller hättest können, wenn du quasi nur den Abschnitt gelaufen hättest, das nicht, heißt also definitiv dann eine Viertelstunde schneller gelaufen bist. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Das ist das. Ja, wo wir wieder bei der suboptimalen Vorbereitung sind, ne? Lieber Peter. Ich glaube, in so einem Zusammenhang ist es ganz, ganz, da würde es wahrscheinlich echt helfen, wenn du mehrere Menschen bist. Wenn du einfach mehrere Menschen in dir hast, quasi, wo du ein bisschen an Zug hast, ja klar. An Zug hast, wo du da anhängen kannst. Ja klar. Aber auch da musst du halt sagen, wenn du in die Sphären laufen willst, in denen du laufen willst, kannst nicht damit rechnen, dass du auf andere Leute bauen kannst. Also wenn du hast ja auch schon Richtung Top 10 beim IRTF geschielt. Und wenn du in die, glaube ich, dass du die andere Taktik überlegen musst, als darauf zu bauen, dass Leute um dich herum dich pushen. Weißt du, was ich meine? Auf alle Fälle. Ja. Und aufpassen, dass die rund um dich nicht bei der gleichen Party waren. Ja. Schick alle anderen zur Party. Mal und du gehst nicht. Mal ausgeben bei dem. Weil dann waren die bei der Party aus dem Meer aufgestürzt. Ich frage mich halt, ob das so Sachen wie wohl eingesetztes Koffein oder sowas, dass du dich in den Phasen einfach ein bisschen mehr pusht oder andere Möglichkeiten zu pushen, effektiver sind, als darauf zu bauen, dass Leute um dich herum sind. Ja. Ja, aber dafür haben wir ja einen Trainer. So ist es. Dafür zahlt man jetzt, ja. Du hast wieder Geld. Jetzt wissen wir auch, wer schauen muss, dass die 40 Minuten fallen. Richtig. Ich sammle den Kaffeesud für euch. Trinkbrav. Jetzt hast du ein Jahr Zeit, trinkbrav. Ich sehe schon, dass er nach uns schmeißt mit gebrauchten Filterkaffeebeutel. Nee, wisst ihr, was hervorragend wächst im Kaffeesud? Nein. Schwammerl, Kaffee. Ganz klar. Und was soll man damit machen? Essen oder rauchen? Beides. Nee, den nimmst du so mit am Trail, ganz klar. Sind dann die Koffeinschwammerl. Wenn ich Schwammerl züchten will, dann ziehe ich mir einfach meine Trailschucht 2 Wochen nicht aus. Aber jetzt haben wir ja schon den Mozart ja kurz angeschnitten. Der ist ja für dich jetzt so ein bisschen ein Larifari-Rennen, würde ich sagen. Also den machst du halt, weil er auch da ist, aber da gehst du jetzt nicht mit vollen Ehrgeiz dran, oder? Den mache ich, weil ich angemeldet war schon. Letztes Jahr oder das Vorjahr davor, ich glaube, der ist 2 Jahre verschoben sogar. Ja. Und weil wir gesagt haben, wir machen das als Ausflug. Ja. Aber das ist das auch, wo wir in der Besprechung über mich gesagt haben, dass wir da drehen und ich dann ja den laufen. Wir laufen ja die 75 Kilometer und du laufst die 105, 110, 100, so irgendwas so in der Richtung. Ja. Wir haben 4000 Höhenmeter, du hast 5. So ja, irgendwas? Ich weiß nicht. So irgendwas um den Dreh herum. Bei der Prä-Mozart-Besprechung würde ich sagen, ist jetzt bei dir wahrscheinlich weniger spannend noch, weil du hast halt wahrscheinlich jetzt eine ganze Mal weiter trainiert und nimmst dir jetzt einen 100 Kilometer Trainingslauf mit. So ungefähr. In etwa. Ich habe sonst eigentlich nichts gemacht. Das Einzige, was
wir zwar, also Christoph und ich uns überlegt haben, ist, dass wir, dann, weil er kein großer Fan von diesem Trainingshunderter ist. Sehr richtig, sehr richtig. Haben wir gesagt, was können wir vielleicht rausziehen? Und das wäre jetzt da halt zu schauen, irgendwas anderes nahrungstechnisch zu machen, was natürlich mit anderen Herzfrequenzzonen wieder komisch ist. Naja, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich ein niedrigpulsiger laufe, wäre ich wahrscheinlich auch Tomaten und Nüsse essen können und nicht nur Gurken. Wobei, Jungs und Mädels, die Trailgurke verhilft euch zu Superkräften. Das ist neben Superkompensation das Ding des Laufentdecken-Podcasts. Ich habe auch Gurken. Sag ich dann nur. Aber was wirst du dann anders machen beim Essen? Weiß ich nicht. Wir können schauen, ob wir mit anderen Gels arbeiten. Das kann man ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob man trinkmäßig was ändern kann oder soll. Das heißt, das wirst du dir noch überlegen und das werden wir dann nach dem Mozart hören, was genau du gemacht hast und wie gut das funktioniert hat. Ja, also im bestenfalls überlegt sich der Christoph das und ich mache es einfach nur. Für was zahlen wir? Richtig. Können wir machen. Genau, so machen wir das. Wenn ihr dann hört, dass ich den ganzen Lauf über Chilis gegessen habe, dann hat er mal was ganz Neues ausprobiert. Dann war er da gerade in dem Moment nicht sympathisch und er wollte einfach eins reinwürgen. Genau. Weil du immer so gemein zu ihm bist. Und er hat gesagt, hey, probier mal, den ganzen Lauf nur. Da gibt es dieses, wie heißt das? Neue Hammerhead Vanille. Hammerhead Vanille. Ich glaube, das gibt es seinem schlimmsten Feind nicht, dieses Hammerhead Vanille. Das ist, ich glaube, das verstößt gegen die Genfer Menschenrechtskonvention. Das kann wirklich sein, ja. Das ist, hast du das schon mal getrunken, siehst du? Das Zeug ist grausig. Also ich weiß nicht, ich finde generell, bin kein Freund von der Gehgutverpflegung. Wir haben das beim Schneeberglauf auch einmal gehabt. Das Zeug ist grauslich, da kannst, also da wird er vielleicht schneller, weil mit dem kannst du ihm jagen im Peter. Ja. Aber ja, die Schmecker sind verschieden, also ja, von daher. Er ist objektiv gesehen schlecht. Ja. Ansonsten gibt es bei mir eigentlich nicht viel, weil der Plan ist, dass ich auf 20, 21 Stunden im Ziel bin. Also 20 Stunden wäre halt gut, vor Mitternacht. Der Plan wäre auch, halbwegs verletzungsfrei durchzukommen und bergab sich zurückzunehmen und nicht vorzulaufen, weil es gerade so lustig ist. Laufst du eigentlich alleine, Peter, oder laufst du mit der Bergziege? Ich laufe mit der Bergziege. Also okay. Ich werde alt und krank begleiten. Ihr seid ja eine große Gruppe, ne? Ja, fünf oder sechs Personen. Und der Martin macht seinen ersten Hunderter. Also der große Auftrag ist, der Martin muss das zusehen, wie auch immer. Der Rest ist nur Support. Richtig, und der Rest ist der Support. Wer seid ihr alle? Die Ziege, der Martin, du? Der Michele, La Macchina, und der Steffen. Ah, La Macchina. Genau, und eure tolle Lokomotive ist leider verhindert, krankheitsbedingt. An dieser Stelle gute Besserung, Sabrina. Ja, richtig, richtig. Weil da wäre nichts mit Larifari gewesen wahrscheinlich. Ja, wir haben die richtige Richtung dran und Startdrucken. Die hätte euch schon die Wahl 4 gerichtet. Mhm. Ja, aber ansonsten wird es, ich mein, wenn jetzt der Trainer nicht bis Freitag noch rauskommt mit Love Sub 15, dann laufe ich halt 20 Stunden. Was ist, wenn der Trainer reinschaut, Love 25? Dann ist er ein Depp, weil es ist 24 Stunden Cut-Off, glaube ich. So. Nein, es ist 22 Stunden Cut-Off. Ah, okay. Um 3 Uhr morgens. Also wenn eine schreibt, ich laufe 25 Stunden, dann bin ich ein bisschen angefressen. Aber das mit der kürzeren Variante ist gar nicht so schlecht. 5 Stunden kürzere Regeneration, kürzere Belastungszeit. Es geht nur um die Belastungszeit. Daylight Finish. Ja. Geht sie an dem Tag eigentlich ziemlich lang aus, ein Daylight Finish, weil es ist kurz nach der Sommersonnenwende, kurz davor,
Ja, 21 Uhr. Genau, das ist 21 und ein bisschen was Sonnenuntergang. Das heißt, du hast echt lange Zeit. Aber da lasse ich dir Zeit und alle anderen werden sehen, was du dir ausgedacht hast, wenn ihr das jetzt anhört. Ja. Sehr gut. Aber wie schaut es bei euch aus? Was ist euer Plan? Cut-off schaffen? Ich weiß gar nicht, was die Cut-off sind, um ehrlich zu sein. Also, wenn das nicht mehr funktioniert, wechseln wir beide in den Schachclub. Was? Also Cut-off-Zeiten sind sehr überfair. Ja, okay. Ich weiß nicht, was ist Cut-off für die 75? Die habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, aber du darfst schon für die ersten 5 oder 17 Kilometer darfst schon 5 Stunden brauchen. Also das ist. Wir haben Startzeit 7 Uhr. Ihr habt 2 Stunden Vorsprung und unser Ziel ist es, dass ihr uns nicht einholt. Und dass wir noch dass wir unsere Stirnlampen nicht brauchen. Wir wollen keine Stirnlampen benutzen. Daylight Finish all the way. Nein, yes. Das Ziel ist, dass wir euch nicht einholen. Richtig. Interesting. Ja, da hat einer noch nicht nachgerechnet. Hm? Auf jeden Fall. Wir haben uns heute so ein bisschen überlegt, dass du hast ja quasi die 3 großen Anstiege gleich zu Beginn und den längsten gleich als ersten mit dem 12er-Horn. Und hinten heraus wird es dann relativ flach. Und unser Ziel ist, so gut wie möglich über diese 3 Berge kommen, also am Anfang nicht zu sehr zu verheizen und dann hinten raus einfach noch gute Beine zu haben, damit wir dann noch laufen können. Das ist so der grobe Plan. Wie das genau ausschaut, genau. Haben wir uns... Ja, ich hab's. Ich hab's durchgerechnet. Okay. Und es sollte, also Daylight sollte wirklich, wirklich konservativ realistisch sein. Okay. Ich kann auch mein Leistungsvermögen gerade relativ schwer einschätzen. Ich habe zwar einige Läufe mit ganz guten Umfängen gemacht, relativ wenig Höhenmeter. Das wird so ein bisschen die große Unbekannte sein. Aber wir werden das einmal ganz konservativ angehen. Ich habe auch zuerst Verpflegung, habe ich schon geschaut. Also die Labestationen zumindest bei uns sind so 10, 12 Kilometer auseinander. Das heißt, ich werde mich auch nur von und jede Labestation hat Gels. Das heißt, ich nehme auch da nicht wahnsinnig viel mit. Das heißt, ich werde auch relativ leicht quasi mich da bewegen. Immer schauen, dass ich mit so 6 Gels aus der Labestation raus bin. Dann komme ich auf jeden Fall ohne Probleme. Wir sind auch sponsert, jetzt ISO, in die Flask. Heiß soll es werden, das heißt, trinken wird wahrscheinlich ziemlich wichtig werden. Das wird der größte Faktor werden, ja. Und ich habe mir sogar überlegt, weil ich mir letztes Jahr für ein UTMB eine Sahara-Cap gekauft habe, weil du die beim Summer Add-on dazu nehmen musstest, dass ich die ernsthaft mitnehme, weil... Willst du meine haben? Ich habe eine. Willst du meine haben? Wieso? Ich brauche keine, wenn ich schon eine habe. Meine ist sicher schöner. Das glaube ich dir nicht. Nein, weil wir sind ja da schon mal gelaufen und es ist teilweise dann doch relativ exponiert und gerade hinten heraus ist es dann relativ exponiert und wenn die Sonne runterbrennt, ist das sicher nicht angenehm. Und deswegen habe ich mir überlegt, da eventuell mal auszuprobieren. Und wenn ich es mal gekauft habe, will ich es zumindest einmal benutzen. Wenn es schon seit letztes Jahr Juli, Juni oder so bei mir im Kasten herumliegt. Also ich bin davon überzeugt, dass sie dir gute Dienste leisten wird. Glaube ich auch. Bei dieser Affenhitze, die da kommt. Wobei, wenn wir Glück haben und die Kalkulation so richtig ist, sind wir zur Mittagszeit beim Schafberg, heißt er? Das ist der zweite. Ja, genau. Also das könnte gut hinkommen. Und da ist es ein Singletrail im Wald. Ja. Also. Wir haben versucht, ihn heute irgendwie zu rekonstruieren, die Strecke. Wir haben es dann nur teilweise geschafft. Unsere Erinnerung hat es dann mit einigen Lücken hinterlassen. Weil ja auch die Strecke umgedreht wurde. Genau. Also, das muss man dazu sagen. Was uns allerdings auch und den meisten höchstwahrscheinlich auch zugute kommt, weil die Downhills dann eher laufbarer sind, als es ursprünglich der Fall war. Ihr habt 30 Kilometer Vorsprung. Also 30 Kilometer haben wir mehr drauf. Und ihr habt 2 Stunden später startet ihr. Ja, spannend, gell? Spannend. Das wäre eine echt spannende Challenge, gell?
Hast du noch immer die Bergziege im Martin im Schlepptau? Ja, eh. Die muss halt genauso schleppen. Nein. Ja, das mit Lamarckina und Steffen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Mit dem Steffen im Duett Gas geben. Ja, naja, da holt uns wahrscheinlich locker ein. Das schöne Spiel, fang den Floh, halt ihn fest. So wie wir beim Vienna City Marathon fang den Trainer gespielt haben. Richtig. Und wir haben es geschafft. Sicher lustig. Bei Kilometer naja, weil im Mozart musst echt nicht auf Platzierung laufen, gell? Ja, wenn ich da in die Startlisten schaue, man will einfach das Zypüt nicht ruinieren, wenn Kowalczyk, Namberger und Neuschwander mitlaufen. Schau dir blöd aus, wenn du da mitten reinlaufst. Das ist richtig. Nein, sowas machen wir nicht. Ja, nein, man muss ihnen auch manchmal einen Sieg gönnen. Ja, du musst rechnen, die machen das hauptberuflich, die sind darauf angewiesen, dass das relativ gute Platzierungen haben. Du bist anderweitig beschäftigt, du bist jetzt nicht darauf angewiesen, dass da irgendwie Sponsorgeld oder Preisgeld absandt. Ja. Sei bitte selbstlos. Gnädig. Ja, man kann da einfach einmal, weiß ich nicht, am Kapuzinerberg noch ein Glanz trinken und sagen, komm, Burschen, den schenke ich euch. Den gebe ich heute aus. Macht es mal vor, ich komme dann in 2 Stunden noch. Ihr schmeißt dann dafür die Puffis in den Club. Weil wenn es nur 5 Minuten nachher kommt, ist es auch auffällig. Du musst da schon ordentliche Distanz zeitlich dazwischen haben. Ja. Das. Aber, nachdem wir das abgehandelt haben, würde ich sagen, wir gehen kurz, wir machen uns warm, weil wir haben da so ein bisschen ein Hot Topic zu besprechen. Es trug sich zu, letzten Mittwoch. Wie ihr alle wisst, sind wir da bekannt dafür, es relativ groß unsere Pappen aufzureißen. Ist ja jetzt keine, ich glaube, ich verrate jetzt nichts Neues. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Und der Peter hat ja vor Urzeiten den Weltrekord vom Ingebrigtsen auf die 1500 Meter, haben wir den diskutiert. Und ich habe gesagt, er schafft das keine 200 Meter. Das war eine 3:30 ist er gelaufen. 3 Minuten 30 ist er auf die 1500 Meter gelaufen. Und ich meinte, der Peter schafft das keine 200 Meter. So wie der Peter halt ist, hat er natürlich gesagt, er schafft das. Und es ging um einen Triathlon, wenn er quasi unter 3:30, also im Endeffekt sind die Pace, die er gelaufen ist, war eine 2:22, Peter? 2:20, glaube ich. 2:20, ja. Genau. Das Ziel war, dass der Peter diese 2:20 auf die 200 Meter läuft. Schafft er das, muss ich nichts machen. Schafft das nicht, also schafft das, muss ich ein Drittel machen. Schafft das nicht, bin ich fein raus. Wir haben uns irgendwie überlegt, wie wir das irgendwie umsetzen. Und der Trainer hat ja so ein Rollmess-Ding, mit dem er quasi wirklich genauer 200 Meter messen kann. Deswegen haben wir ihn gebeten, dass er uns quasi kommt und auch so ein bisschen uns hilft da beim Zeitnehmen und so. Und letzten Mittwoch nach längeren Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe haben wir uns halt endlich auf einen Termin einigen können. Und haben uns am Mittwoch um 11 Uhr beim Berndl-Bad in Korneuburg zusammengefunden, sind diese 200 Meter mit dem Messding abgegangen und der Peter durfte fliegen starten, das vielleicht auch noch dazu, und dann haben wir es probiert. Wobei, ich muss dazu sagen, unsere Vorbereitung war jetzt da vielleicht nur so halb professionell. Ja, so professionell, wie wir uns auf den Podcast vorbereiten, oder? Ja, also so mit fortwährend mit wegen genauen Stoppen. Also das Einzige, was wir wirklich genau gemacht haben, waren die 200 Meter. Ja. Alles andere rundherum war so halb. Ja, ich meine, ja. Wir haben es so gemacht, der Christoph ist am Start gestanden, ich bin im Ziel gestanden, Christoph und ich haben beide dann gestoppt, also haben Arme gehoben und wenn man runter ist, haben wir beide auf Start gedrückt und der Peter hat nochmal im Handgelenk mitgestoppt. Dass, wenn eins irgendwie aus irgendeinem Grund nichts wird oder irgendwie deppert ist, haben wir irgendwie noch 2 andere Zeitmessungen, dass man, so war irgendwie der grobe Plan. Dass man jetzt natürlich nicht genau messen, wie man das bei einer Meisterschaft misst, wo die irgendwie mit Lichtschranken messen, ist auch klar. Das finde ich, damit hat man von vornherein irgendwie leben müssen. Das naja, das war ursprünglich wäre es die Idee gewesen, dass wir auf einer Bahn das Ganze machen.
da musst du nicht viel ausmessen, weil du weißt, wo Start und Stopp ist und irgendwer fährt mit dem Radl mit oder man macht es mit den Lichtschranken. Weil das große Problem an dieser Distanz ist ja, im Gegensatz zu, was soll ich jetzt sagen, keine Ahnung, irgendwie 10 Kilometer, wo du einfach sagst, ja, okay, eine Sekunde auf, ob, egal, ist halt da gleich einmal nur 0, weil einfach die Gesamtlaufzeit relativ kurz ist, dementsprechend ist halt der Zeitabstand auch relativ knapp, ob du es dann geschafft hast oder nicht geschafft hast, außer, weiß nicht, du bist super, super und bist 3 Sekunden schneller, aber das war nicht zum Erwarten und dass ich 10 Sekunden langsamer bin, war auch nicht zum Erwarten. Ja, obwohl ich sagen muss, wenn du eine 30.00 läufst auf die 10 Kilometer und dann hast 30.05 oder 29.95, macht auch einen Unterschied, aber ich glaube schon, ich weiß, was du sagen willst, die Chancen, dass es auf das ankommt, ist wahrscheinlich geringer als jetzt bei den 200 Meter. Die Zielzeit quasi war 28 Sekunden für die 200 Meter. Genau. Das haben wir uns ausgerechnet, mehrere Mal davor. Der Christoph ist eben, wie gesagt, am Start gestanden. Ich bin im Ziel gestanden. Der Peter ist 200-300 Meter davor, hat er zum Laufen angefangen und ist dann quasi beim Trainer vorbei. Er hat die Hand runter und ist halt dann mal 200 Meter alles gegeben, was er konnte. Genau. Und was soll man sagen? Wir diskutieren noch immer. Ja, also. Es waren einfach zu viele Kirschen am Weg. Wahrscheinlich. Also ich bin irgendwas gelaufen zwischen 27,6 und 28,5. Man muss dazu, also wie gesagt, ich habe im Ziel gestanden und ich habe gesehen, dass der Peter einläuft und ich dachte, ich habe noch Zeit und habe noch kurz mal auf mein Handy geschaut, um zu kontrollieren, ob ich quasi eh alles bereit habe. Und in dem Moment schaue ich auf und sehe, wie der Christoph schon mit der Hand quasi auf der Hälfte unten ist. Und drückt dann es, also das, mir war relativ schnell klar, dass wenn es wirklich knapp wird, dass ich wahrscheinlich ein bisschen drunter bin, weil ich halt um die halbe Sekunde oder sowas spät draufdrückt habe. Genau. Ja. Und deswegen ist der Peter auf meiner Uhr bei 27,6 durchgelaufen. Da haben wir schon gedacht, ja, weiß ich nicht, wusste eben nicht, wie viel später ich draufgedrückt habe. Ja. Beim Christoph hat er gemessen 28,5. Genau. Und bei dir hast du erst geglaubt, auch das 28,5, aber im Endeffekt war es 28,1 oder so. Ja, aber das ist halt das Problem. Also wenn du das wahrscheinlich rausmessen würdest auf Strava oder so irgendwas, wirst du wahrscheinlich irgendwo die 200 Meter schon haben, die passen. Nur ob die 200 Meter, die nachher die Zeit erreicht haben, die 200 Meter sind, die sein hätten sollen, ist halt fraglich. Weil das Problem ist, 200 Meter sind halt wirklich zum Schauen und gleichzeitig die Hand heben oder irgendwie in die Luft spucken oder sonst irgendwas, schwierig, wenn zwei Personen Dinge tun müssen. Ja, das ist halt die Quintessenz ist, Handschnuppung ist in dem Fall semi-optimal. Ja, aber wir haben halt kein professionelles Equipment und meiner Meinung nach, und deswegen diskutieren wir ja noch, kannst du das drehen oder wenden, wie es will. Es war arschknapp, aber meiner Meinung nach war er knapp drüber. Nicht viel drüber, also es wirklich nicht viel drüber, aber meiner Meinung nach war er knapp drüber. Ja, wir werden das einfach wahrscheinlich heute halt nochmal wiederholen müssen und mit besserem Setting, weil dann mache ich es auch ohne 3 Höhenmeter. Weil ich habe nachher geschaut, das sind 3 Höhenmeter. Ich never ever, ich hätte gesagt, das waren 0,2 Höhenmeter. Das GPS irgendwie ja. Verdingst. Es ist leicht bergauf gegangen, du hast aber auch Rückenwind gehabt, glaube ich. Ein bisschen. Ich habe keinen Gegenwind gehabt zumindest. Ja, also von daher. Du kannst das gerne nochmal probieren, ich bin mir noch nicht sicher, wissentlich, was du jetzt laufen kannst, dass ich nochmal auf eine Wette einsteige. Weil jetzt weiß ich natürlich, dass die Chance sehr groß ist oder größer ist, dass du es wirklich machst und ich bin nicht geil darauf, einen Triathlon zu machen. Darum geht es ja, dass du nicht geil darauf bist. Richtig. Das ist ja der einzige Sinn der Sache. Richtig, richtig, richtig. Aber nachdem du den ersten Versuch nicht geschafft hast. Nobody knows. Es gibt kein Foto. Ich finde das schon ein bisschen feig. Noch dazu, wo ich ja einen sensationell coolen Triathlon herausgesucht
hätte für dich. Ja? Ja. Und an dieser Stelle kann man gleich auch ein bisschen Werbung machen für das schöne Hetzmannsdorf mit Schwimmen im Würnitzer Waldteich. Ja, optimal geeignet für alle Einsteiger, die einmal reinkommen wollen in den Triathlon-Sport. Es sind, glaube ich, nur 50 Meter Schwimmen. Ja, dann mit einem Mountainbike oder irgendeinem Cityradl, glaube ich, weiß gar nicht, 8 Kilometer Radfahren. 6 Kilometer Radfahren. Ja, Kilometer und dann, laufen. Also besser geht's ja gar nicht. Und sich sogar vor so einer... Ich glaube, er druckt nur davor, weil er glaubt, dass er langsamer ist wie ich. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Er glaubt, er verliert. Also, na, ihr wisst nicht, jetzt weiß ich, dass du definitiv so angefixt bist, dass du unter die 28 Sekunden kommst. Natürlich weiß ich jetzt, dass du da möglich bist. Und nein, du willst einfach nicht starten, weil du glaubst, ja, dass du mit dort verlieren wirst gegen mich. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob sie das ausgeht mit der Zeit. Dort? Wie meinst du, dass du auch mitmachst und dann im Triathlon schneller bist, oder was? Nein. Dass er das schafft, die 200 Meter. Ich glaube, dass ich im Triathlon schneller bin, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf das springe ich nicht ein. Ich weiß ja, dass er mich provoziert, aber diese Provokationen prallen an mir ab. Bitte. Also da gibt es da aus der ganzen Geschichte können wir wirklich ganz schöne zwei Live-Laufen-Entdecken-Podcast-Veranstaltungen machen. Einmal im wunderschönen LAZ in Wien mit Besucherreigen. Ja, alle Fans des Podcasts können kommen. Liebend gern. Der Peter kann das gern nochmal laufen. Ich sage nicht, dass es nicht laufen darf. Er kann das jede Woche laufen, wenn er will. Er kann das täglich laufen, wenn er will. Wenn er so geil drauf ist, er kann hunderte Podcast-Treffen machen. Ich habe eine Idee. Ein Vorschlag zur Güte. Wir lassen das werte Publikum einfach abstimmen. Ihr könnt mich alle gepflegt den Buckel runterrutschen. Ja, ich glaube, wir brauchen ich finde es toll, dass das Eingang findet bei dir. Ja. Ich glaube, wir brauchen Peer Pressure. Großartig. Ja. Ich bin spannend, wenn der Peter das nochmal läuft und ich unterstütze. Einfach so kommentieren drunter. Genau. Und, kommentieren, E-Mail schicken, Post, wie auch immer. Ja. Wir richtig. Brauchen Peer Pressure. Schickt dem Flo einfach eine Kiste Bier ab. Passt. Dann machen wir einen betrunken und entlocken einmal ein Ja, ich will, fertig. Das wird aufzeichnet und die Sache ist gar gegessen. Schickt ihm mal eine Kiste Bier, ich überlege mir dann, welche Anzahl ich Ja sage. Ja. Ja, wobei. Es muss das richtige Bier sein. Einfach so. Es gibt da so diese Mischboxen, aber ich will da keinen einen Tipp geben. Summa summarum, ich können wir aber schon sagen, dass es wirklich arschknapp war. Ja. Dass du definitiv grundsätzlich, glaube ich, drauf hättest. Ich glaube auch, dass es so kurz nach dem ETF wahrscheinlich auch nicht die optimale Vorbereitung war. Weil du da ein bisschen, ich glaube, wenn du es wollen würdest, irgendwie reichen, kriegst du es irgendwie hin. Das traue ich dir definitiv zu. Ich glaube aber, ich versuche das jetzt nicht objektiv zu sein. Ich glaube wirklich, dass du knapp drüber warst. Ganz ehrlich, so wie ich behauptet habe. Nein, ich, ganz ehrlich. Ich glaube wirklich, dass an dem Tag, du hast ja selber gesagt, du bist relativ schnell gestartet und bist hinten raus einfach. Aber einfach was ich auf jeden Fall sagen kann, ist. Das ist frei nach dem Motto, sorry, aber das ist frei nach dem Motto, Peter, du hast verkackt, aber noch einmal, machen wir nichts. Ja. Die Wette war nicht, Peter, probier's so oft, wie du willst. Die Wette war, mach es einmal. Die Wette war, du schaffst es nicht. Du hast nichts von einmal oder x-mal gewesen. Wir haben aber nicht gesagt, dass du es 100-mal probieren musst. Wir haben auch nicht gesagt, dass ich es nur einmal probiere. Ich bin dafür, dass ihr neue T-Shirts auflegt mit Flow for Triathlon und wenn ihr davon weiß ich nicht, x Stück verkauft, ja, dann steht die Wette. Wenn wir T-Shirts von Flokos Triathlon verkaufen, dann mache ich einen Triathlon. Wenn wir 300 Shirts verkaufen, dann kannst du eine Halbdistanz machen. Wenn 300 unterschiedliche Leute T-Shirts kaufen, dann möchte ich dann Fotos sehen. Wie viele Leute sind im Team vegan? Das geht sich bald aus. Sehr, sehr schön. Jetzt muss der Peter erst ein T-Shirt machen, Flo Goes Triathlon, und dem scheitert es auch schon. Aber gut, also der Deal steht. Wunderbar. Deal steht. Die Frage ist nur, bei dieser Geschwindigkeit,
wie kann man das 1500 Meter lang machen? Das, also 207 Meter kann ich mir noch vorstellen. Von mir aus 212 Meter, aber 1500? Das ja, aber das, du machst den Webtag nichts anderes. Es ist aber schon arschschnell. Es ist fucking schnell. Es ist fucking schnell. Und jetzt musst du überlegen, damit du das 1500 Meter durchhältst, muss das, sei es mal die Hälfte, was halbwegs gemütlich sein. Nicht, dass das jetzt, aber so dass du nicht eingehst und du bist ja relativ schnell, doch relativ, also ich finde, du bist ja auf mich zugekommen und man hat das schon relativ deutlich gesehen, dass du quasi langsamer wirst, dass du einfach relativ schnell, also ich finde, relativ schnell gestartet. Ich habe gepumpt wie ein Blöder. Ja. Also ich habe ab der Hälfte einen Puls von 180, glaube ich, gehabt oder so. Ja. Und ich hab mir währenddessen eigentlich gedacht, dass du es relativ locker drunter schaffst, dass du ein, zwei Sekunden drunter bist, so wie du gestartet bist. Ja. Also das ist das, was mir ein bisschen dazu bringt, dass ich glaube, dass ich es schneller schaffen müsste. Also auch deshalb, weil ich beim Start, durchgelaufen bin beim Start, war mein Puls, glaube ich, schon bei 167, 168. Und ich glaube, auf der Distanz muss der Puls, wenn du da beim Start durchlaufst, muss noch niedriger sein, weil der Puls reagiert ja relativ langsam. Der darf erst bei 180 Meter durch die Decken knallen. Ich weiß nicht, ich habe so zwei Dinge, bevor der Christoph da seinen wissenschaftlichen Senf dazu gibt, lass mich das meine leinhafte Meinung dazu. Wir haben auch schon kurz nachher diskutiert, fliegender Start versus nicht fliegender Start, und da habe ich noch keine definitive Meinung, aber so mein Gedankengut war, wenn du wirklich darauf angewiesen, wenn du weißt, dass du dieses Tempo schwer ist für dich 200 Meter zu halten, ob nicht ein fliegender Start, wenn du schon irgendwie 20, 30 Meter davor das schon annähernd bei dem Tempo bist, damit du halt das Fliegen irgendwie ausnutzen kannst, ob dir das nicht hinten heraus fehlt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was definitiv dein Fehler war, ist, dass du zu wenig aufkommst, dass du musst, wenn du dir alle Profis anschaust, du musst den Körper mal, der muss quasi schon glühen oder auf Betriebstemperatur gelaufen sein, bevor du da wirklich volle Bulle rausgehst und du bist weitermal eingelaufen. Mitgehabt. Ja, und wir sind hingegangen, statt dass wir hingelaufen sind. Ja, ich habe auch nicht laufen müssen. Das von Anfang an sabotiert. Ich habe nicht laufen müssen. Du warst eingelaufen. Das ist nicht, ich hab nicht laufen. Ich habe keinen Sport. Ich bin 16 Kilometer nach Kronaberg gelaufen. Ich habe mein... Nein, aber das hätte mit mir dahin joggen hätte auch nichts gebracht. Ich glaube, dass du echt ein paar Sprints machen jetzt müssen. Christoph kann jetzt sicher berichtigen. Ich glaube, Christoph muss mich da einmal gescheit einstellen. Oder aber ich glaube schon, dass du da noch ein paar Sprints hinlegst, musst, damit das mal anschwitzt. Für Warm-up wäre es nicht so schlecht, ja. Das stimmt schon, ja. Und ansonsten von deiner Puls-Variante da, ja, wirst du wahrscheinlich niedriger, pulsiger rein starten in das Ganze als mit Max-Puls. Das ist schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass du da, wenn man die Verzögerung vom Puls noch einkalkuliert, dass du trotzdem viel schneller auf Max bist. Ja. Und in Wahrheit geht es eigentlich, also du müsstest das wirklich spezifisch trainieren und da eben eine Laktatverträglichkeit auch trainieren. Ja, und das ist das, was halt in dem Bereich auch gemacht wird. Ja. Also von dem her bist weit weg eigentlich von dem, was es dort ausmacht, dass du dort performen kannst. Weil die Schnelligkeit hast halt, aber ob sie das dann eben ausgeht in der Pace, ich weiß es nicht. Ja. Und ob fliegend oder wenn wir das auch diskutiert haben, oder aus dem Block raus, sollte meiner Meinung, also ich glaube schon, dass da fliegend einen Vorteil hast. Ich glaube, du musst fliegend einen wahnsinnigen Vorteil haben, weil aus dem Block raus hast du ja die Verzögerung, ja, die Reaktion, ja, auf alle Fälle, von irgendwas. Also du musst es einfach durchstehen, ja. Ja, ja. Und du musst es einfach durchstehen. Ja. Auch wenn es da bei den Ohren rausspritzt, aber das muss ja ausgehen auf 200. Und ja. Da ist ja halt die Frage, wie viel kannst du tolerieren und wie viel Schnelligkeit hast in den Haxen drinnen. Ja. Naja. Aber ganz anderes Gebiet halt, ne? Ja, es ist auch sehr unspezifisch jetzt von dem, was der Peter sonst so gemacht hat die letzten Monate. Von daher. Es war ein netter Versuch, es ist gescheitert, was sollst du machen? Ich muss konzentriert laufen, wir können alle feiern. Also ich sehe jetzt nur Gewinner.
T-Shirts werden schon produziert. Ja. Mhm. Nachdem ich weiß, wie motiviert der Peter ist, wenn es um sowas geht, da mache ich das. Das kann auch dauern, bis der Peter sein T-Shirt hat. Ein Logo ist schnell entworfen und rübergeschickt. Mhm. Ja. Wait for it. 300 Leute. Wir haben das auch vorher besprochen, dass das eventuell dann der Zeitpunkt ist, wo wir den Trainer verabschieden, weil der, oder willst du doch noch mitmachen, weil du hast eigentlich gemeint, dass du gehen müsstest. Christoph? Ja, ich bin etwas noch im Stress, habe noch ein paar Dinge zu erledigen, also insofern dann danke würde ich mich Zeit. Dann ausklinken. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch noch einen schönen Podcast. Dankeschön. Wir sehen uns dann entweder morgen, sind uns gerade am Sehen oder haben uns gestern gesehen. Es war sehr schön. Es ist sehr schön, es wird sehr schön werden. Und ich werde euch einholen, habe euch eingeholt oder werde euch schon überholt haben, je nachdem, was der Christoph noch sich auspaltowert. Oder bist gerade am Überholen. Richtig. Oh my goodness. Danke. Viel Spaß noch. Passt. Grüße euch. Tschüss. Ciao. Wie gerade erwähnt, knapp an Normen vorbei ist der Peter Herzog jetzt gerade. Kennt man. Schnellster österreichischer Marathonläufer. Und der hat auf die 10 Kilometer wollte er die EM-Norm laufen und ist mit 28, ich glaube 28,16 oder so, ist er a Sekunden am EM-Limit vorbeigelaufen und wäre dann halt der Zweite gewesen nach Andy Walter, der bei der EM starten hätte dürfen. Und ich glaube, das sind so die an Sekunden, die am meisten fuchsen. Wahrscheinlich. Und weil du auch gerade beim Walter Andi warst, der hat ja letztens in Frankreich hat er die Norm aufgestellt. Richtig. Ich finde jetzt leider auf die Gachen nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Aber er war da letztens irgendwo in Frankreich und hat da die M-Norm aufgestellt. Hat er nicht sogar seine persönliche Bestzeit unterboten? Ja, hat er auch. Auf die 10 Kilometer? Korrekt. Er hat neulich eine 28 niedrig, glaube ich. Ja. Und zwar, lass mich das ganz kurz nachschauen, dann weiß ich Während du vielleicht nachschaust, können wir auf der Frauenseite von einem Straßenrekord über 10 Kilometer berichten. Und Richtig. Zwar von der Leichtathletin Julia Meyer, die hat in Kroatien den neuen österreichischen Rekord im 10 Kilometer Straßenlauf aufgestellt und zwar um 5 Sekunden auf 32,49 verbessert. Ja, aber es war ihr eigener Rekord. Genau. Weil sie hat den ihrer Namensvetterin abgenommen, letztes Mal schon, und diesmal hat sie nochmal um 5 Sekunden verbessert. Ja, Und sie ist aber auch dieses Mal wieder relativ viel alleine gelaufen. Also wenn man sich das so anschaut, ich glaube, wenn die in einem starken Feld ist, also das auch ein bisschen zusammen ist quasi, wie man das halt so vom Bahnrennen eher kennt, ich glaube, da würde noch was gehen. Wahrscheinlich. Sie hat selber von sich gesagt, also sie hat selber über das Rennen gesagt, dass es noch nicht ideal war. Genau. Was mich jetzt darauf schließen lässt, dass sie da Potenzial sieht. Vielleicht jetzt keine Viertelstunde wie du, aber dennoch. Aber bei dem Rennen war sie hinter zwei Afrikanerinnen, ist sie Dritte geworden und gewonnen hat die Kenianerin Winfreda Mora Mosetti in 31,32. Ja, hört sich an wie die Schwester vom Tobias Moretti. Richtig. Nur, dass der nicht aus Afrika kommt, der Tobias. Ja, Andretz, Afrika, komm. Wo ist der Unterschied? Hast du in der Zwischenzeit schon herausgefunden, ja, wie lang der Andi Walter geht? Der Andi Walter braucht 28,06,88. Holla die Waldfee. Das ist so verdammt, verdammt schnell. Funny Side Note an dieser Stelle. Was glaubst du, dass er mit der Zeit geworden ist bei dem Lauf? Nicht Erster. Richtig.
Er ist 13. geworden. Der erste hat nämlich braucht 27, 24. Aber er hat seine Bestzeit um 21 Sekunden gedrückt. Und das pulverisiert, ist, könnte das man ist sagen. Pulverisiert in dem Zusammenhang, genau. Ja. Also, und er ist jetzt da quasi auf Platz 4 der ewigen österreichischen Bestenliste. Ja, und wer sich ein lustiges Instagram-Video anschauen möchte, er hat vor, oder ich glaube, es war davor oder kurz danach, aus dem Zimmer ein Video aufgenommen, wie wir in Frankreich waren, und im Hintergrund sieht man in Herzog, wie er gerade im Bett liegt und ebenfalls am Handy herumspielt. Ist recht witzig, kann ich nur jedem empfehlen. Das findet man auf Andy Wolters Instagram-Account. Wir verlinken es in den Shownotes. Richtig. Wenn ich es mal merke. Werden wir schaffen. Wir wissen dass beide, dass ich im Merken nicht der Hellste bin. Das ist wohl wahr, aber damit es auch jetzt alle wissen, ich hab's gerade eingeschrieben. Danke. Dann haben wir noch eine Geschichte, weil wir gerade beim Andy Wolter waren, nämlich ein Arbeitskollege vom Andy Wolter, der Luxi vom WeMove, läuft jetzt, wenn ihr das am Freitag, wenn es rauskommt, hört, morgen, wenn es am Samstag hört, jetzt, und sonst war es schon vergangen, seinen ersten 100-Kilometer-Lauf, ich glaube, von Krems nach Wien. Und wer ihn begleiten möchte, schaut auf der WeMove-Seite oder auf deren Social-Media-Account. Er freut sich sehr über Begleitung. Und also mediale Zuschauerbegleitung, weil hinfahren wird nicht mehr möglich sein, wenn man es jetzt gerade erst erfahrt während und Zeit und so. Ja, aber also, er läuft ja eh durch ganz Wien durch, also man kann ja irgendwie ein Teilstück begleiten. Okay. Einfach nur so zum Unterstützen quasi hinten raus. Und wer glaubt, dass das ganz cool ist, was die so machen, Anfang Juli gibt es auch den Morning Run. Das sind, glaube ich, 7 Kilometer. Vom WeMove auch. Das ist, glaube ich, auch ein ganz netter Lauf, den man sich gerne mal antun kann. Schaut euch den an, verlinken wir mal auch, weil wieso auch nicht. Ja. Genau, und der ist, wie gesagt, recht früh, also für diese ganzen Frühlauf begeisterten 6.30 Uhr, sage ich nur, 7,7 Kilometer. Nicht ohne Grund heißt nur Morning Run. Richtig, also aber der steckt schon so ein bisschen im Namen, für alle, die das jetzt nicht. Ja, dezenter Hinweis nennt man das. Ja. Subtil. Also für mich wäre die Uhrzeit ja schon Nachmittagslauf. Richtig, aber dafür gibt es noch in Wien Mitte Frühstück. Weil warum auch nicht? Also für mich, wie gesagt, für mich wäre das Nachmittagssnack, aber ja. Details. Gut, du bist ja schon miert, wenn die anderen Leute aufstehen. Richtig. Apropos Snack. Wir haben ja Dinge zum Testen bekommen. Und zwar hat uns vor dem IRTF eine entzückende E-Mail erreicht, und zwar von sporthunger.de, die uns gefragt haben, ob wir nicht die Buße hätten, uns ein paar Produkte anzusehen, die sie auf ihrer Homepage vertreiben. Und wir haben uns zuerst deren Homepage angeschaut und dann gedacht, natürlich, ganz gern, weil die importieren Produkte, die man jetzt so im deutschsprachigen Raum kaum findet, die man vor allem auch aus Amerika kennt. Also eben Spring Energy, das ist die wir ausprobiert haben. Also der Sage Kennedy, der sagt vielleicht dem einen oder anderen ultra begeisterten Läufer etwas. Der ist relativ schneller Straßenläufer, früher professioneller Marathonläufer, und hat den Canterbury Spring Energy Gel herausgebracht, irgendwie so auf Banane-Erdbeer-Basis, glaube ich. Und der Clou von Spring Energy ist eben, dass es nur aus natürlichen Produkten ist und dass es schmeckt quasi gut. Also ich weiß, dass jedes Gel irgendwie von sich behauptet, dass es gut schmeckt, aber es schmeckt oder soll halt auch relativ nicht künstlich schmecken. Also was uns überzeugt hat an dem ganzen Shop an sich, ist, wenn man durchscrollt, sie haben halt echt nur das gute Zeug. Also sie haben jetzt nicht einfach irgendwas, was du an jeder Ecke kriegst, sondern ich glaube, ohne es tatsächlich zu wissen, aber ich glaube, alles, was in diesem Shop zu finden ist, hinter dem stehen die Jungs auch.
Genau, und wir haben dann uns die Zeit genommen beim IATF, die haben einen Standort gehabt und sie haben auch bei Mozart einen Stand, sie werden bei Mozart einen Stand haben oder haben bei Mozart einen Stand gehabt und haben uns mit ihnen getroffen und das besprochen. Und es stimmt ja wirklich. Also wir haben dann auch noch eine Hose zum Testen bekommen, von der wir auch gleich sprechen werden. Und sie haben die Hose angepriesen, mit denen ihr werdet nachher nie wieder eine andere Hose tragen wollen. Was zeigt, dass sie zu 100% hinter dem stehen, was sie dort vermarkten. Das sind ja. Und das hat uns einfach mal zumindest so neugierig gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir unbedingt ausprobieren. Und ja, und wollen halt dann darüber im Podcast berichten. Genau. Genau. Und das erste war eben, wie gesagt, das Spring Energy. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, was mich dann auch noch überzeugt hat, war, gerade wenn man viel die amerikanische Laufszene beobachtet, hört man von Squirrel Nut Butter. Das ist so quasi Anti-Shaving für zwischen die Beine. Das riecht auch so quasi wie eine Erdnussbutter. Und sie haben auch in Innsbruck davon berichtet, dass viele das auch essen probieren, weil es eben Nut Butter heißt und irgendwie nicht gleich wissen, dass es keine Nussbutter ist. Und das habe ich mir sogar gekauft und das hat wirklich gut beim IATF funktioniert. Und wie schmeckt's? Ich habe gewusst, dass es keine Nut Butter ist, von daher habe ich es nicht für die Zuhörerinnen getestet? Nein, aber lustigerweise, wenn man es also ich habe, es gibt es so in einem Bottich, wo du es quasi so wie andere Vaseline quasi auf die Finger geben kannst, oder dann gibt es so einen Stick, wo du es quasi direkt auftragen kannst. Irgendwie und so ein Deo-Stick, glaube ich, ist das. Genau, und ich habe mir diesen Deo-Stick genommen, weil ich mir dachte, das ist vielleicht irgendwie praktischer zum Auftragen. Und als ich den aufgetragen habe, man hat aber wirklich dann Hunger bekommen, weil es halt schon nussig riecht irgendwie. Also der Geruch war auch geil. Du hast es dir wohin geschmiert? Dort, wo das so noch nicht hinscheint. Du hast was gekriegt? Wie meinst du? Ich habe nichts bekommen. Nein, du hast gesagt, du hast Hunger gekriegt. Also, dieses Bild ist ein bisschen verstörend. Wie so vieles. Wohl wahr. Und ich sehe dich dabei auch noch. Ja. Entschuldige, zurück zu den Spring Energy Gales. Ja. Wir haben dann ein Probiersäckchen bekommen. Ja, richtig. Und haben das dann zwischen uns aufgeteilt. Genau, und haben das getestet. Also da waren bei dem Spring Energy muss man dazu sagen, nicht nur, dass natürliches Zeug drinnen ist und so, was halt wirklich, also ich glaube, ohne es jetzt verifiziert zu haben bei allen anderen, einzigartig ist oder zumindest heraussticht es ist, dass sie manche Gels haben, die einfach wirklich brutal viele Kalorien auf ein Gel haben, also bis zu, ich glaube, 250 Kalorien in einem 50 Gramm oder 40 Gramm Gel drinnen. Und das ist halt zu einem normalen Gel, das du halt so kennst, ungefähr so das 2- bis 2,5-fache, weil so die üblichen Gels, diese relativ flüssigen, haben 100 Kalorien ungefähr pro Sackerl. Und sie haben solche Gels auch. Also wenn man einer ganz normalen Cranberry irgendwas Dinger anschaut oder so weiter, das sind relativ flüssige Gels, 90, 100, 120 Kalorien. Und dann geht es halt herauf über 180 Kalorien Geschichten mit ich glaube, Kaffee. Nein, das mit Kaffee war dann tatsächlich schon mit 210 das Coffee. Dieses Awesome Sauce hat 180 Kalorien gehabt. Ja. Das hast du als erstes probiert und warst gleich hin und weg von diesem Awesome Sauce. Ja, ich muss auch sagen, also was mich auf jeden Fall begeistert war, dass es diese 250 Kilokalorien Gels gibt, weil das halt potenziell, wenn das jetzt, das dann auch kurz mit dem Trainer mal angesprochen, was vielleicht der Nachteil wäre, wenn es jetzt das Gel quasi bei sich größer wäre, weil halt man versucht da irgendwie die Mehrkalorien durch Masse quasi zu bekommen. Aber wenn die quasi jetzt nicht so viel größer sind, würdest du quasi mit viel weniger Stauraum auskommen und die gleichen Kilokalorien haben. Von dem her fand ich super spannend. Was ich mir gedacht habe, was vielleicht so ein bisschen das Problem sein könnte, weiß ich mir sich ehrlich, diese ganzen Powerbar und die schmecken alle big süß, urgrauslich und kannst im Endeffekt nach 2-3 Stunden kannst du dieses depperte Gel nicht mehr sehen. Das vielleicht schon, wobei, jetzt da einfach um Name-Dropping zu machen, weil warum auch nicht, also diese Mountain Gels zum Beispiel, die schmecken, also die finde ich jetzt zum Beispiel, die sind relativ geschmacksneutral in dem Sinne, dass das
ich glaube, von denen kann ich auch 20 Mal einstecken, ohne also dass man schlecht wird. Ich habe von anderen, die schwierig sind. Ich habe von Morten nur diese, was du ins Wasser reingibst. Also diese Recovery-Drink-Geschichten, ja. Und das schmeckt big süß. Wirklich, so. Für mich schmeckt das noch gar nichts. Aber auch die Gels finde ich eigentlich okay. Nur bei diesem Spring Energy, muss ich sagen, diese Awesome Sauce, also wer es noch nicht kennt, es schmeckt, wie wenn du Apfelmus im Sackel hast. Also irgendwas zwischen Apfelmus und Apfelstrudel. Ich finde, es schmecken alle so ein bisschen, wie wenn es da vom, also ich kann es jetzt nur von Österreich sagen, wenn es zum Bill oder so irgendwas gehst, und da gibt es diese Fruchtquetsches, ja. Die du oftmals für Kinder kaufst, nicht nachdem ich kaufe die jetzt vielleicht hin und wieder für den Herrn Sohnemann. Und er kriegt es nie, weil du es austrinkst, weil deswegen weißt du, wie es schmeckt. Nein, da bin ich nicht so. Da lasse ich mich nicht lumpen, die kriege ich da hin und wieder. Aber die halt mit ein bisschen mehr Energie drinnen quasi, mit ein bisschen mehr Kalorien. Und war wirklich, also dieses Awesome Sauce war extrem gut und ich habe ja gleich 3 oder so bei mir. Wenn du nachher das Quetschi isst und der Sohnemann kriegt nachher Awesome Sauce mit Koffein, dann hat das den ganzen Tag Spaß. Ja. Nein, ich habe gleich 3 quasi bei mir DF probiert und da war dieses Canterbury dabei, dieses Awesome Apple, ja. Irgendwas Awesome Sauce. Und es war echt geil. Und hatte ich halt ein bisschen, hat mich halt gefragt, wie quasi dieser 250 Kilokalorien Teil ist, weil er das halt noch voll gepumpter ist und ob man da vielleicht diese penetrante Süßigkeit schmeckt, die dann in den Anz, muss ich sagen, war überhaupt nicht der Fall. Also ich war wirklich schwerstens begeistert vom Geschmack. Was hast du da genommen? Was war das? Starke? War das dieses Beet-Nut? Puh, warte mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe ausprobiert Coffee. Ja. Das hat 210 Kalorien. Das hat ein bisschen, das soll jetzt da nicht negativ klingen, aber es hat so ein bisschen die Konsistenz von dem, was da hochkommt, wenn du fortgehst, gehabt. Also irgendwie so eine Kaffee-Pampe, aber nicht ungut. Also es war nicht, du hast nicht runterbeißen müssen, sondern es war einfach eingedickter Kaffee. Ja. Es ist nicht richtig gelig mehr, aber es ist nicht fest. Ich kann mir schon vorstellen, dass du das über mehrere Stunden nehmen kannst. Ich weiß nicht, wie viel das davon geht und ob du irgendwann ein Problem damit kriegst, es quasi unten zu behalten oder zu schlucken, weil beim IRTF bei mir war es ja so, dass das mit dem Schlucken ein Problem war. Also ich esse normalerweise gerne, auch während dem Rennen, irgendwelche Cliff Bars. Und das ging halt einfach nicht mehr. Ich habe die Cliff Bar nicht mehr über den Hals nach unten gekriegt. Ich habe einfach nicht mehr schlucken können. Ja, das Problem kenne ich von mir. Also deswegen benutze ich bei den Rennen keine Bars mehr, weil das geht bei mir nicht. Ich kann ja, irgendwo nicht mehr. Bei mir ist es offenbar eine Herzfrequenzgeschichte. Also wenn ich zu viel Anstrengung habe, dann geht es nicht. Und bei dem, ich weiß es nicht, man müsste es ausprobieren. Aber also wenn's was braucht, was euch was viel Kalorien hat, was gut schmeckt und was wahrscheinlich, also zumindest von uns zwei, vom Test her gut verträglich ist, weil ich habe es wirklich einfach mal reinpfiffen ohne Rücksicht auf Verluste, das muss ich sagen, es geht. Es gibt vegane und nicht vegane Sorten. Das Einzige, was, also die Downside von den Gels ist halt, ja. Ja, also ich hab jetzt nachgeschaut, es war wirklich die Speednut. Es gibt die Speednut quasi mit Koffein und mit Hanföl. Besonders mit Hanföl finde ich eigentlich interessant. Das hat irgendwie 250 Kilokalorien. Und eben durch das Öl halt auch irgendwie so, gibt es doch halt ein bisschen die Fette, was ja vielleicht gerade bei den längeren Geschichten, wenn ich mir jetzt quasi eins raussuchen würde, auf das ich eher gehen würde, wäre es wahrscheinlich das mit Hanföl. Weil ich ja schon auch mal vor Ewigkeiten, haben wir mal im Podcast besprochen, habe ich mal einen Standardartikel gelesen über einen Ultraläufer, der regelmäßig Öl mitnimmt, um so ein bisschen dieses Zuckerding auszubalancieren, und der macht so ein Hanföl, Kokosöl irgendwie gemischt und nimmt das dann regelmäßig auch, weil erstens spendet natürlich viel Energie, weil halt relativ Öl halt relativ dicht ist, also kaloriendicht ist. Das heißt, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Aber ja, die Downside, du wolltest noch was sagen. Ja, wobei, wenn man Kohlenhydrate sucht, dann ist Awesome Sauce das Richtige.
weil ja. Das hat nämlich wirklich 45 Gramm Kohlenhydrate in diesem Sackerl und trotzdem 180 Kalorien, weil die ganz hochkalorischen Geschichten haben dann nur mehr so 19, 20 Gramm, also nur mehr unter Anführungszeichen. Ja, die Downside ist, wenn man jetzt nicht ein Triathlet ist, der für sein Radl eh schon 12.000 Euro rauspfeffert hat und sie denkt, pff, was kostet die Welt? Die Dinger sind nicht günstig. Sie sind wahrscheinlich ihr Geld wert und wenn man wirklich, wenn man entweder Probleme hat, mit Dingen aufzunehmen oder wenn man wirklich schaut, dass man maximal Kalorien mit möglichst wenig Zeug zu sich nimmt, ist es das sicher wert. Aber eines von diesen Gels kostet ungefähr 3,60 Euro. Es andere hochwertige Gels, die man so kennt, jetzt, wenn man jetzt so wie gesagt mit Kuh, Mauten, weiß der Geier anfängt, die sind jetzt auch nicht viel günstiger. Da bist du, weiß ich nicht, bei 2 Euro sowieso oder so. 2 Euro hoch. Das Problem, was ich persönlich ein bisschen damit habe, ist, du für einen A-Wettkampf umgeschaut. Warum auch nicht? Die Frage ist, knallst du dir das rein bei einem A-Wettkampf, ohne dass du es ausgiebig trainiert hast? Und wenn du ausgiebig trainierst mit 3,60 Euro Gels und du dir es bei jedem Trainingslauf einfach nur aus Spaß und der Freude in den Korpus ballerst, naja, dann ist voll gut, wenn du nur ein Radl hast und kein Auto, das tanken sollst. Ja, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich glaube, dass es eine wertvolle Waffe im Arsenal sein kann und ich würde mir es auch, also zum Beispiel wäre ich jetzt nochmal vom UTMB, würde ich sie mir definitiv für einen UTMB kaufen, weil ich schon glaube, dass sie wirklich wertvoll sind. Du müsstest das wahrscheinlich einmal gescheit was investieren, damit du es einmal auch bei ein paar Läufe austesten kannst, damit du eben diese Fragen beantworten kannst, die wir jetzt nicht beantwortet haben, wie sind die auch gut über 10 Stunden? Das müsstest du wahrscheinlich mal machen. Ich sage mal, wenn du es einmal weißt, wenn du es mal ausprobiert hast, wenn du jetzt deine Abfolge gefunden hast, so ein Mix aus Awesome Sauce und Speednut mit Hanföl oder so irgendwie und dich dann schon kennst, dann kannst du es vielleicht so machen, dass es dann bei die A oder vielleicht auch bei ein, zwei B-Wettkämpfe davor macht, dann wird es wieder leistbar. Man muss sich auch ehrlich sein, wir geben teilweise 200 Euro für Schuhe aus. Da kann man sich schon mal in Gels auch investieren. Das ist es definitiv wert. Ist jetzt quasi ein Gel, dass du Tag ein, Tag aus, jeden Sonntag dir 5, 6 reinknallst? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube schon, dass es definitiv wert ist, wenn du, so wie du jetzt in Innsbruck, du Probleme mit dem Magen hast oder gehabt hast, weil du dir 26 Gel reingeknallt hast. Vielleicht müssen es keine 26 Spring Energy Gels sein, aber vielleicht sind es 10 und du nimmst die quasi immer mal zwischendurch, um deinem Magen so ein bisschen Entspannung zu gönnen. Also ich glaube schon, dass die ein wertvolle Waffe. Da bin ich ganz bei dir. Also ja. vom Geschmack, vom Inhalt, von allem können wir beide, glaube ich, zwei enthusiastisch erhobene Daumen geben. Ja. Wenn man es ambitioniert angeht oder tatsächlich mit anderen Sachen ein Problem hat, kann das sicher gut sein. Also und ich glaube, wenn sie bei einer Messe Satz, also bei einer Expo vor allem und die Jungs von Sporthunger sind da, geht's hin, lasst es beraten, probiert es einmal von einer kurzen Distanz aus quasi bei irgendeinem Wettkampf, ja. Weil why not? Weil wenn du einen Marathon laufst und du nimmst davon 3 oder 2, völlig wurscht, dann wisst ihr, ob es funktioniert für euch. Und diese 200, also gerade auch für die Ultras, diese 250 Kilokalorien Teile sind halt echt geil. Also das ist halt schon das, super. Also ich finde auch 2,5 Gels von was anderem. Das ist einfach ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren. Wir verlinken die Jungs natürlich. Ja. Sie haben natürlich auch andere Dinge wie, was weiß ich, Goo, Tailwind, auch unser beider Lieblings Salzzeug, diese Salzsticks, die nämlich für uns beide funktionieren. Ja.
Und ich habe von anderen Läufern schon gehört, die mit irgendwelchen Auflöse-Salztabletten und irgendwelchen komischen anderen Salzen arbeiten, die halt nicht so richtig funktionieren. Und das Ding, das ist im Endeffekt so kleine Kapseln, wie man es halt von Tabletten kennt, nehmen, runterschlucken, fertig und nicht mehr drüber nachdenken die nächsten zwei Stunden. Ja, also wie gesagt, die Jungs sind ja auch bei Mozart und zwei Dinge, die ich eventuell noch gerne ausprobieren wollen würde, wären diese Bix Active Brausetabletten. Ja. Da hast du auch davon berichtet, glaube ich, dass die recht gut sein sollen. Ja, das ist ein Australier, der und auch diese, gut ist. Genau, und diesen Scratch Drinkmix, der hat mich auch noch irgendwie interessiert, weil du auch vorher diese Goose-Sache erwähnt hast. Das war für mich so der klassische Fall, dass die haben ja auch geschmackstechnisch ein bisschen was anderes probiert. Da gab es Watermelon und sowas, was eigentlich, sag ich mal, recht süß geschmeckt hat, aber eigentlich ganz geil und einmal was anderes. Aber die waren halt so wahnsinnig dickflüssig. Und da muss ich auch sagen, das habe ich, weil die haben uns halt auch vorher angepriesen, dass diese Spring Energy Teile halt so natürlich sind und nur natürliche Zutaten und jada, jada, jada. Und da haben wir gedacht, typischerweise kommt sowas halt irgendwie auf Kosten der Flüssigkeit, beziehungsweise dass die halt dann so extrem zart sind zum Reinbekommen. Und wenn du da irgendwie schon, die ersten paar Stunden geht das schon, aber wenn du dann länger unterwegs bist und du frickelst da irgendwie mit dem Aufmachteil herum und dann musst du es reinpressen, hast so eine zähe Masse im Mund, dann stellt sich bei mir der Cliff-Bar-Effekt ein und ich kriege die Teile dann auch nicht gescheit runter. Und da muss ich sagen, das Aufmachsystem war halt recht geil, weil die haben so, wenn du es aufreißt, hat die noch so einen, ist sie noch auf der anderen Seite verbunden, so dass dieses Teil, was du aufreißt, nicht ganz runterreißt, was es relativ einfach zum Konsumieren macht. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt so flüssig ist wie ein High Five. Dieser Hydra High Five, die sind halt extrem flüssig, die sind extrem geil, wenn du quasi nicht mehr kannst, die schluckst du quasi runter und unterdrückst damit den Würgereflex. Aber sie waren halt angenehm zum Nehmen von der Flüssigkeit her, von der Konsistenz her, finde ich. Und wenn sie jetzt nicht beim Mozart sind, also die Sporthunger-Jungs sind beim Mozart, bei der Challenge Rot, beim Zugspitz Ultra und beim Bestzeit Marathon. Also immer wieder mal vertreten, unten auf der Webseite. Was uns zu etwas anderem führt, nämlich wir haben ausprobiert von T8 oder T8 oder keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht, ich sage T8 dazu, die Sherpa-Laufhose, was im Endeffekt klassische Trail-Überhosen oder Laufhosen ist, also ein Short mit oben am Gürtel mit Fächern rundherum, also mit wie nennt man diese Dinger, Netzfächer quasi rundherum. Dann haben sie ganz coole Features dabei, wie dass du vorne zwei Schlauferl hast, wo du die Startnummer einhängen kannst, damit die nicht herumbaumelt und nicht irgendwie sie beim Gürtel nachtrat oder du einen extra Gürtel brauchst oder so. Die haben das einfach dazu gemacht. Ein, wenn man so will, billiges Feature, aber es ist halt einfach da und ein paar anderen nicht. Ich habe mich da schon mal gefragt, warum das die anderen nicht reingemacht haben. Aber genau, also es ist jetzt da echt, es sind zwei Plastikschnürdel mit am Ende zwei Metall-Dimpftel-Dinger teilen. Aber es ist da und es funktioniert. Mehr erwarte man davon nicht. Ob das Ding in der Produktion 0,2 Cent kostet oder nicht, ist mir dabei völlig wurscht. Ja, aber im Endeffekt ist halt eine extrem leichte, extrem dünne Hose, die nicht viel Schnickschnack hat, würde ich sagen, aber halt irgendwie doch das Essentielle. Ich finde, hinten in der Tasche geht das mein Handy, ich habe ein iPhone X, glaube ich, es geht relativ komfortabel rein und wieder raus. Vorne und so die Seitentaschen habe ich, ehrlich, ich habe links immer einen Schlüssel drin gehabt, aber da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel ausprobiert. Ich bin der klassische Seitentaschenträger, ich habe normales links und rechts was drinnen, weil ich das vorne und hinten nicht besonders mag. Vorne habe ich maximal irgendwie, weiß ich nicht, die Masken drinnen oder ein bisschen Geld oder irgendwas, also was weiß ich, den Notzehner quasi, dass du im Zweifelsfall mit dem Bus anfahren kannst. Sowas habe ich drinnen, aber ich habe normalerweise auf der einen Seite den Schlüssel und auf der anderen Seite das Handy drinnen.
Genau, ich habe das Handy meistens hinten und ich war dann jetzt halt meistens mit Rucksack unterwegs, dass ich so Dinge wie das andere Zeug halt im Rucksack drin habe. Das peppelt mir zu viel hinten, aber bei jeder Hose. Nein, das ist wahrlich. Du hast ja die Überhose, also sie ist praktisch, weil dieser Laufgürtel quasi oben ist mit der Hose verbunden. Ja. Weil was ich nicht mag, das sind diese, ja, dann nimmst du den Gürtel extra und dann nimmst du die Hose und dann schaust du, dass es verbunden ist oder nicht oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ein total super System, was sie da manchmal ausgedacht haben. Ich finde das ganz gut, wenn es zusammen ist. Ja. Das Einzige, was ich sagen würde, was noch so vielleicht so ein bisschen verbesserungswürdig wäre, ich habe diesen von Compressport, diesen Gürtel, der quasi Ähnliches hat, du kannst rundherum halt Zeug reingeben, haben vorne was für die Startnummern und hinten halt die Stöckehalterung. Was jetzt für lange Ultras durchaus angenehm ist, dass du die Teile nicht immer in der Hand tragen musst. Das wäre da tatsächlich nur eine Verbesserung. Genau, wenn ich jetzt eine Stöckehalterung hätte. Genau, ich würde sagen, das kann man dadurch den Gurt jetzt zu 80% nur ersetzen. Was ich sagen muss ist, deswegen habe ich es jetzt, du bist sehr zufrieden gewesen. Ich habe noch zwei Dinge gehabt, wo ich gesagt habe, das eine war, du hast super viel Stauraum drinnen, ja. Mir persönlich ist die Hose immer ein bisschen hochgerutscht quasi. Also von der Hüfte Richtung Bauch, und dann ist sie immer, ich würde sie lieber 5, 7, 10 Zentimeter weiter unten tragen, aber sie rutscht halt immer ein Stückchen hoch. Man gewöhnt sich dran. Das ist jetzt dann nichts, wo ich sage, oh, schlimm. Aber so vom Eindruck her ist sie mir ein Deut zu weit oben. Du hast gesagt, du hast das Problem nicht. Bei dir bleibt sie dort, wo du das haben willst. Ja, muss ehrlich sagen, das war das Problem nicht. Wir haben beide ein Medium genommen und ich bin jetzt ist nicht so schlank wie du. Weswegen ich schon glaube, dass ich jetzt das Ding, dass du vielleicht sogar eine Nummer kleiner vertragen hättest. Mir liegt sie durchaus enger an wahrscheinlich als dir. Mhm. Ich habe auch gefunden, dass du sie mit dem Schnürding relativ gut eigentlich zuschnüren kannst. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht ganz leicht, ich habe das Gefühl, dass sie letztes Mal ein bisschen lockerer war. Und dann habe ich sie einfach ein bisschen zugeschnürt und hat sie eigentlich ziemlich bombenfest gehalten. Also ich habe da nicht ansatzweise die Erfahrung gemacht. Okay. Dass sie da irgendwie rutscht. Also, wie gesagt, das kann auch eine persönliche Präferenz sein. Und das Zweite ist, ich gehe davon aus, dass ich einfach Pech habe mit dieser einen speziellen Hose, weil bei mir ist bei dem Gürtel oben auf der Seite eine von diesen Nähten halb aufgegangen. Aber ich würde jetzt dann nie von einer Hosen auf eine Serie schließen, weil das kann da überall passieren, von Socken bis zum Auto. Hast du Glück, hast du Pech. Aber zu dieser Hose gibt's Unterhosen. Und ich glaube, da sind wir uns uneingeschränkt einig. Liebe Leute, wenn ihr selber oder eure Liebsten laufen oder Trail laufen und ihr sucht Trail-Dessous, take this. Diese Unterhose ist Wahnsinn. Ist richtig geil. Das ist die T8 Kommandos Unterwäsche. Ja. Aber diese Kommandos-Unterwäsche gibt den Ton an. Also als Kommando wirklich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Grund, warum die Hose so geil ist, ist einfach nur, weil ich jedes Mal diese Unterwäsche dazu trage. Es kann sein. Also ganz ehrlich, wir werden das verlinken und wir werden das Social Media mäßig begleiten. Also ganz ehrlich, also diese Unterflätzen, bei dieser Untertröte könnte man schwach werden. Ich habe mal, als ich den zum ersten Mal die Hand bekommen habe, die ist ja hauchdünn. Die ist ja wirklich wahnsinnig dünn. Es ist ein Netzding. Und ich habe im ersten Moment gedacht, was mache ich mit so einer dünnen Unterhose? Was bringt mir das? Ich hätte es genauso gut vom Balmers holen können. Ja, die Jungs von Sporthunger, die verarschen mich. Das kann nicht deren Ernst sein. Ja. Und dann ziehst du die über und die schmiegt sich an deine Haut an. Und bleib dort einfach. Und du bist sehr zufrieden. Ja, du bist zufrieden. Es ist ein wohlig warmes Gefühl. Du wirst, der Popo wird umarmt. Nicht nur der. Du bist sehr zufrieden. Ja. What happens on the trail stays on the trail. Richtig. Und für jeden, der das Ding testet und anprobiert, ganz unten haben sie zwei so Bündchen.
Und ich glaube, es ist uns beide so gegangen, dass wir uns gedacht haben, ob die nicht einschnüren. Nein, machen sie nicht. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mal weniger Gedanken zu gemacht. Es hat am Anfang so, naja, die sind schon recht straff, ob die nicht einschnüren. Und ganz ehrlich, nein, das tun sie nicht. Und es gibt auch eine Damenversion davon. Mhm. Ob die jetzt genauso gut passt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn du das für A hinkriegst, du es für B auch hinkriegst, weil das Material ist ja dasselbe, es ist nur ein anderer Schnitt. Und der Schnitt ist halt echt super. Das war echt geil. Also nein, ich bin der Peter mit der Naht war ihm etwas begeistert mit leichtem Vorbehalt, aber sie ist relativ schnell zu meiner absoluten Lieblingshose geworden. Also ich trage sie trotzdem. Also sie ist trotzdem eine tolle Hose, aber wie gesagt, also die Unterhosen, kann man schon, wenn ihr nur die Unterhose tragt zum Laufen gehen, geht. Geschreckt sein darfst nicht. Nein, da kannst du gleich mit einer Borat-Hose auch laufen gehen. Da hätte es wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Nein, aber ganz ehrlich, also ich würde mir mittlerweile wünschen, ich hätte wirklich nur noch diese Unterhose, ich hätte mehr von diesen Unterhosen und auch mehr von diesen Hosen. Ich hätte nur noch diese Unterhose und sonst nichts mehr in meinem Schrank. Dann könnte ich sie auch privat tragen. Also ich meine, abseits des Laufens. Ja, für jedes Bewerbungsgespräch nur zu empfehlen, geht hin mit dieser Unterhose. Nur ja, ich meine, heutzutage, wenn die quasi online sind, ist es eh wurscht, du kannst auch unten ohne sein, das sieht auch keiner, das ist wirklich fair. Also auf alle Fälle große Empfehlung, also kann man und sollte man testen. Ja, also und ausprobieren ist es wert. Auf jeden Fall, also ich finde auch. Ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Nein. Also vergleichsweise, die Unterhosen kosten, was, ich schaue es gerade live nach, nebenbei, 21,80 Euro. Also ganz ehrlich, kann man sich gut und gerne leisten. Es geht. Weil ich glaube nicht, dass irgendwelche anderen Sportunterwäsche-Dinger viel günstiger sind, glaube ich nicht. Also ich muss im Großen und Ganzen sagen, hat mich das Angebot von Sporthunger durchaus sehr begeistert, weil es quasi für den affinen Ultraläufer, glaube ich, so diese Nischenprodukte hat, die echt eine Bereicherung sein können, die man nicht überall bekommt, die vor allem irgendwie im amerikanischen Raum bekannt sind oder halt irgendwie, ich glaube, die T8 kommt irgendwie so aus dem asiatischen Raum. Ja, aber sie haben auch so Retterspitzsachen und so, die man jetzt da vielleicht von ja, so blöd klingt, von Großmutti kennt, unter Umständen, andere halt nicht, aber es sind halt einfach Sachen und Marken, die halt funktionieren und die vielleicht du aus dem Straßenlaufsport einfach nicht kennst, die bei uns nicht so üblich sind. Ja. Wie gesagt, große Empfehlung von uns, schaut einfach mal rein und vielleicht findet ihr das ein oder andere. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon, würde man uns freuen und dann könnt ihr noch schreiben, dass ihr es von uns gehört habt und dann freuen sie sich sicher auch. Ja, und wir vor allem. Ja, ihr könnt es uns auch schreiben, dass ihr es ausprobiert habt und wie es euch gefallen hat. Das würde uns nämlich auch sehr interessieren, ob ihr genauso begeistert seid davon oder nicht. Wenn nicht, dann gebt uns aber bitte nicht die Schuld. Ja, und wenn ihr uns die Schuld gebt, schickt uns Schoko mit. Damit wir es besser verdauen können? Oder ja, nein, ich habe gehört, in guter katholischer Manier schickt man, wenn man dem anderen die Schuld gibt, Bier und Schokolade. Bußbier. Das Bußbier und das die Bußschokolade. Wobei wir jetzt einen schönen Bogen über die ganze Sendung geschlagen haben, dass wir mit Bier und Schokolade angefangen haben und da wieder zurückzukommen. Richtig, aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Stimmt. Jetzt war der Bogen dann doch nicht so schön. Ja, wobei, also der Bogen endet damit, dass wir euch in Neuigkeiten und neue Gefilde entlassen mit etwas, was ihr schon könnt und kennt. Also es heißt ja so schön, was nicht auf Strava ist, ist nie passiert. Und das ist normalerweise für Radlfahrer durchaus gängig gewesen, dann irgendwann für Läufer auch. Und Läufer haben dann gesagt, ja, nein, ich bin den und den Schnitt gelaufen und ich bin das gelaufen und du bist am Trail unterwegs und hast gesagt, ja, 8,30 im Schnitt.
Und die anderen haben gesagt, bist du gelaufen oder bist du spaziert? Wir wollten das nie näher ausführen. Aber jetzt hat Strava ihr Portfolio erweitert. Und zwar um Traillaufen, um Gravelbiken, um E-Biken. Und hat im Zuge dessen auch einige Features um- und ausgebaut. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr Aktivitäten habt, könnt ihr die auch quasi jetzt als Traillauf, als E-Bike oder Gravelbike titulieren. Dann, was dann neu ist, dass dann, vielleicht habt ihr das eh schon gesehen, dass dann in den Aktivitäten, die im Feed drinnen sind, gibt es dann diese 3D-Ansicht. Ganz ehrlich, da muss ich jetzt sagen, ja, ich bin jetzt da nicht so der kartenaffine Typ. Ich habe mir das einmal ganz angeschaut. Es ist eine nette Spielerei. Aber es bereichert jetzt meine Strava-Erlebnis nicht sonderlich, dass das jetzt in einer 3D-Ansicht ist. Das ist jetzt meine schwerst persönliche Meinung. Was ich aber hingegen toller finde, Moment. Aber, naja, du bei dir vielleicht nicht, aber ich finde es ganz spannend, nicht bei meinen eigenen Sachen, weil da war ich eh dabei. Manchmal ist es ganz spannend, wenn du die 3D-Map von etwas siehst, was wer anderer gemacht hat. Einfach, wenn der in deiner Nähe unterwegs ist oder irgendwo, wo du mal laufen gehen willst, dass du siehst, ah, weiß nicht, dort ist es relativ steil oder das schaut so und so aus. Also in der Beobachtung anderer, glaube ich, kann es spannender sein, weil dass du selber am Berg warst, das weißt du eh. Aber ich habe mich vielleicht nicht intensiv genug damit beschäftigt. Ich hätte das jetzt aber aus dem kurzen, den ich so ausprobiert habe, nicht herauserkennen können. Ich finde da die ganz normale Ansicht und dann schaue ich mir das Höhenprofil oder sowas dazu an, tue ich mir persönlich leichter. Aber wie gesagt, mag andere Leute geben, die da anders sind. Also ich kenne sie auch von der Bergzieger, die ist ja total kartengeil und der steht dann von der Karte und schaut und zieht dann und ja, da bin ich so wie du, ja, ein Berg, nehme ich, ja, ein Karten. Ja. Was ich aber geiler finde oder spannender finde, ist, und ich weiß nicht, wie viele von euch auch die Strava-App haben, vielleicht eh die meisten, dort ist ja das ganze Kartenfeature ja nochmal anders, als quasi, wenn du es übers Web gehst. Und wir haben das vielleicht sogar schon mal besprochen, wie Strava quasi das neueste Abo-Modell eingeführt hat, dass der Routenplaner ja nur noch über die verfügbar ist, wenn du was zahlst. Und dieses ganze Kartenfeature ebenso. Dass ich ja großer Befürworter dieses Strava-Routenplaners, weil ich finde, dass es der für mich angenehmste Routenplaner ist, den man so im Web finden kann. Da mögen jetzt einige Komoot-Fans aufschreien, aber ich bin Team Strava und nicht Team Komoot. Auf jeden Fall kann man in der App, schlagt einem quasi Routen vor, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil ich immer wieder meinen Läufen eigentlich schaue, dass ich gerade jetzt, wo ich in ein neues Gebiet umgezogen bin, dass ich mir immer wieder neue Routen anschaue, um quasi meine Gegend etwas besser kennenzulernen, um quasi auch dem Motto des Podcasts treu zu bleiben, laufend entdecken, dass ich quasi so viel wie möglich kennenlerne. Und dazu ist halt die Strava-App am Handy geil, weil da kannst du dann eingeben, irgendwie du willst laufen, du willst irgendwie maximal steil, so wie Kilometer, und der schlagt dann halt ein paar Routen vor. Und dort gibt's jetzt eben auch Trail, E-Bike und Gravelbike. Und bei Trail kannst du dann irgendwie leicht, mittel, schwer oder beliebig oder so. Das heißt, du kannst auch die verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das heißt, dieses ganze entdecke deine Gegend, finde raus, was neue Strecken gibt, die quasi zu deinem Level passen, finde ich, sind damit noch ein Stückchen besser und ein Stückchen einfacher geworden. Sehe ich auch so. Also ich finde es auch immer ganz, ganz cool, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du wohin kommst, einfach Routen zu sehen, die andere machen, ohne dass du, weiß ich nicht, dir selber was durchklicken musst über dieses Heatmap-Feature. Ich meine, das ist zwar ganz geil, dass du immer siehst, wo laufen viele Menschen, aber sie haben es so weit getrieben, dass sie der beliebte Start- und Zielpunkte jetzt da mittlerweile haben, dann die Route, und du kannst, wenn du quasi das abonniert hast, kannst du auch direkt reinschauen, wann
viel los ist. Also wenn du sagst, ich würde dort unterwegs sein, wenn andere Menschen sind, weil ich finde das cool, dann kannst du ja schauen, das ist beliebt zwischen, keine Ahnung, Mai und September, und zwar nachmittags. Oder das ist ganzjährig so. Oder wenn du sagst, ich möchte mehr Ruhe haben, in der Früh läuft da nie wer. Also sie haben das wirklich relativ fein aufgedröselt. Und bei manchen Sachen, wenn dort steht, weiß ich nicht, am Schneeberg gehst du nur laufen auf der und der Runde zwischen Mai und September, dann kannst du überlegen, diese Höhe, die sagen nur zwischen dann und dann, naja, die werden wahrscheinlich sonst auch laufen, aber vielleicht ist es halt sonst nicht ratsam, dorthin zu gehen. Also man kann da halt auch andere Dinge rausziehen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, das werden wir jetzt noch intensiver uns anschauen und sicher irgendwann einmal nochmal berichten, ob du auch Tipps quasi hinterlassen kannst für andere. Also ob du quasi diese Routen dann, ich glaube nämlich, es geht, ich habe es noch nicht durchgetan, weil das ist jetzt da ganz frisch, weil das ist jetzt davon vor 3 Tagen, glaube ich. Also vor 3 Tagen war die Pressemitteilung. Ich glaube, du kannst auch Routen erstellen und die abspeichern. Also nicht nur Segmente, sondern wirklich ganze Routen für andere und das irgendwie beschreiben. Ja, und du kannst quasi auch offline, du hast jetzt, wenn du die Mitgliedschaft hast, hast du den Offline-Modus. Richtig. Das heißt, du kannst offline, dir dann quasi Maps kannst du machen, genau. Ein wichtiges Feature, weil du bist manchmal halt auch echt in Gebieten, wo du kein Handyempfang hast und das ist jetzt am Berg gar nicht so unüblich. Und ja, und dieses ganze Heatmap-Zeug ist ja quasi auch so der, warum ich finde, dass der Routenplaner von Strava so diesen großen Mehrwert hat, weil sie halt echt eine große Anzahl von Mitgliedern haben, dementsprechend eine große Community haben und deswegen halt auch, wenn du 2 Punkte auswählst und sagst, du willst nicht direkt folgen, sondern du folgst quasi der beliebten Route, dann hast du halt auch mit dem Rad jetzt meistens Radwege, weil dort die Leute einfach fahren und beim Laufen halt auch einfach wahrscheinlich die schöneren Ecken, weil die Leute halt dort auch laufen, wo es schöner ist, als wenn sie jetzt irgendwo durch Unterpimpfing durchlaufen. Ja. Aber eine Geschichte noch, wenn du dieses Trail-Netz, also diese die Netze da anschaust, vor allem in Dingen, wo du nicht auskennst, was sie noch haben, was viele vermisst haben, oder jetzt werden wieder die Komoot-Fans sagen, der Untergrund, den haben sie dazugefügt. Also nicht nur Anstieg, also Höhenprofil, sondern auch, was ist es? Ist es Straße, also Asphalt? Ist es Gravel? Ist es unbekannt? Gab es nicht schon länger? Also ich konnte schon länger bei meinen Routen beim Routenplan ausführen, ich will quasi bevorzugt über Schotter laufen oder beliebig. Also ich konnte das schon länger. Das ist irgendwann letztes Jahr, meine ich, ist es dazu gekommen. Okay, ich dachte, dass diese detaillierte Geschichte erst jetzt gekommen ist. Also ich habe das schon länger. Ein sehr tolles Feature. Also ich finde auch in dem Routenplan, das Einzige, was ich manchmal gern vermisse, ist, sagen wir, ich habe jetzt einen Trainingsplan und da steht drin, ich würde gern laufen 20 Kilometer mit so viel Höhenmeter. Dass mir die vielleicht, also dass man kann irgendwie, wenn man sich jetzt die Routen in der Gegend anzeigen, dass irgendwie die Höhenmeter nicht mitspielen lassen. Das fände ich halt auch noch geil, weil viele haben das, denke ich mir irgendwie, dass sie, oder vielleicht ist das dann doch nicht so viel, dass sie das für Strava auszahlt, das zu implementieren. Aber das ist so das Einzige, was man manchmal denkt, oder dass man auch im Routenplaner sagen kann, erstelle mir eine Route, die ist so lang ist mit so viel Höhenmeter. Weiß nicht, ob das, ich kenne keinen Routenplaner, der das kann. Wenn es einen gibt, schreibt es mir. Ja, der Flo ist wie nennt sie das? Ein guter Abnehmer für sowas. Er probiert das dann auch gerne aus. Ja. Ja, ja, also wir werden das auch weiter testen. Also wir haben, es gab ja, wie der Peter gesagt hat, vor 3 Tagen eine Pressemitteilung und wir haben die verfolgt und haben das ein bisschen selbst angetestet, aber jetzt nicht irgendwie ausgiebig probiert. Aber nachdem wir ja beide begeisterte Strava-Benutzer sind und auch Strava-Mitglieder sind, werden wir das in den nächsten Wochen intensiv testen und dann werden wir das sicher noch einmal aufgreifen und besprechen, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt und Dinge, die wir vielleicht vergessen haben oder da irgendwie oder ein super Strava-Hack, wie man das
doch erreicht, was der Flo da will. Ja, dann schreibt es uns einfach. Lasst uns einen Kommentar auf der Homepage oder ihr am besten erreicht es uns über Instagram. Gut, das war jetzt eine Ultra-Folge, nachdem wir einen Ultra laufen werden, am Laufen sind oder schon gelaufen haben. Ich? Bin jetzt schon müde vom ganzen Reden. Ja, dann ist ja gut, dass wir es schon aufgenommen haben und nicht während dem Lauf jetzt gerade das machen müssen. Ja, ja. Es war wunderschön mit dir und auch so ein bisschen mit dem Trainer. Obwohl, ja. Ist ja der Trainer, was willst du machen? Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. In dem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Den Morgen, den Tag, die Nacht. Bleiben Sie uns gewogen. Servus. Ciao.